William Scott Andrews ist ein Wrestler mit Leib und Seele. Im Ring sind seine besten Tage vielleicht schon vorbei. Was er sich wirklich nicht eingestehen will, schließlich ist er doch der beste und talentierteste Wrestler der Stadt. Das Leben könnte so schön sein, wäre da nicht die böse Allergieerkrankung. Lose polymorphe Lichtdermatose, im Volksmund Sonnenallergie genannt. Der Befund ist niederschmetternd und wäre das nicht alles schon genug, betritt just an diesem Tage auch noch ein gewöhnlicher Gast des Gym. Welcome to the world of darkness. Welcome to the ring, Mr. Andrews. Hope you stay undead. Ja, herzlich willkommen. Hallo und huhu nach da draußen. Willkommen zum zweiten Prelude für die Vampire the Masquerade Runde. Wir spielen diese Vampir-Story hier irgendwann, wahrscheinlich nächste, übernächste Woche, das erste Mal in der vollen Gruppe. Heute ist unser William Scott Andrews mit seinem Prelude dran. Der Gute ist noch ein Mensch. Das versuche ich heute in der Session zu ändern. Mal sehen, ob mir das gelingen wird. Und mein Spieler, der William Scott Andrews heute verkörpert, ist der gute Joe. Hallo, Joe. Hallo. Ja, das allererste Mal ganz alleine in einem Stream. Ich kann heute machen mit dir, was ich will. Das macht mir auch voll Angst. Da geht die Pumpe. Bubum, bubum, bubum. Noch habe ich ja einen Herzschlag. Noch hast du einen Herzschlag, genau. Wir starten die Session, indem du noch mal ganz kurz ein bisschen was über deinen Charakter erzählst. Ein bisschen was habe ich ja im Intro schon vorgelesen. Das stammt allerdings alles so ein bisschen aus meiner Feder und so mein Blickpunkt als Erzähler auf die ganzen Geschichte. Viel besser kann natürlich William Scott Andrews selber erklären, wer er denn ist und was er denn so macht. Naja, ich bin der beste Wrestler in ganz Chicago. Eigentlich bin ich auch der beste Wrestler der ganzen Vereinigten Staaten. Das weiß halt nur noch keine große Promotion. Ich arbeite zurzeit für die kleine Liga NFW, ja, New Federation of Wrestling, und habe heute meinen großen Titelkampf. Ich freue mich schon total darauf, weil endlich gibt man mir die Gelegenheit, in diesem Titelkampf zu zeigen, dass ich besser bin als diese 20-Jährigen. Mit meinen 33 bin ich zwar immer noch nicht besonders alt im Wrestling-Business, aber die Promoter denken, dass ich langsam aber sicher in die Jahre komme, warum auch immer. Ja? Ich bin groß, ich bin kräftig, ich bin muskulös. Vielleicht mögen sie einfach nur mein Gimmick nicht. Das kann auch ganz gut möglich sein, weil ich habe mit meinen kurzen Haaren vielleicht nicht den üblichen Look eines Vampir-Gimmicks, die eigentlich ja immer mystisch lange Haare besitzen und auch keine Tattoos oder sonstiges. Ich habe das alles, habe dazu noch kurze Haare und einen Bart und blutunterlaufene Augen. Vielleicht ist das einfach zu klischeehaft, man weiß es nicht so genau. Ja, genau. Deine Vorfreude auf den Titelkampf heute wurde ja von zweierlei Dingen ganz stark beeinflusst. Einerseits hast du schon länger ein großes Problem, so gesundheitlich. Was ist das für ein Problem? Ja, also ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es schon seit meiner Jugend und Kindheit so, dass die Sonne nicht so gerade mein Freund ist. Vielleicht auch deswegen dieses blasse Gimmick, was ich verkörpere, und diese helle Hautfarbe, die eigentlich eher an einen Briten erinnert als an einen Amerikaner, der sich in der Sonne balgt, so wie die Amerikaner das ja eigentlich tun. Nein, das konnte ich noch nie. Immer wenn ich rausgegangen bin, hat es gebrannt auf der Haut. Das war überhaupt nicht lustig, auch im College nicht und in der Highschool. Überall da war es nicht so lustig, draußen zu sein. Und aus diesem Grund habe ich mich eigentlich eher zu Hause zurückgezogen in den dunklen Keller, wo ich einen Ring aufgebaut habe und die ersten Wrestling-Moves von meinem Vater erlernt habe, der aber leider früh gestorben ist und somit musste es ein anderer übernehmen, von dem ich viel gelernt habe. Mittlerweile habe ich trotz dieser Krankheit einen Lebensstil gefunden. Ich gehe nur noch bei Dämmerung raus.
wenn die Sonne nicht ganz so knallt, dann ist es halt ganz okay. Ansonsten tut schon ziemlich weh. Auch ansonsten ist grelles Licht für dich gar nicht so gut. Wenn du in den Ring gehst und die Kameras auf dich gerichtet sind und die Scheinwerfer auf dem Ring draufstrahlen, hast du eine gute Möglichkeit von, du hast in den letzten Jahren so eine Art Salbe entwickelt, zusammen mit deinem Arzt, die zumindest dieses grelle Licht nicht sofort dazu führen lässt, dass du Juckreiz und Pusteln bekommst. Generell ist jegliche Art von hellem Licht für dich ganz schön unangenehm und steht auch so ein bisschen in den Augen. Die Kontaktlinsen, die du mit deinem Gimmick trägst, schützen dich da auch so ein bisschen von. Und so hast du dich so durchgeschlagen die letzten Jahre. Aber es wird immer schlimmer in den letzten Jahren. Und nicht nur deswegen. Heute kam nochmal der richtige Befund, dass es jetzt wirklich bestätigt ist, welche Krankheit das denn da ist und dass man da gar nicht so richtig gegen machen kann. Nicht nur das macht dir zu schaffen heute und trübt deine Freude auf deinen Titelkampf ein bisschen. Auch der Promoter, den du hast, ist an dich herangetreten und hat dir mitgeteilt, wie denn heute das Match ablaufen soll. In der Kabine, du machst dich gerade warm, machst ein paar Stretch-Übungen wahrscheinlich, legst dein Gimmick an, versuchst das Kostüm nochmal gerade zu streichen, setzt noch ein bisschen Schminke an vielleicht, tritt dein Promoter an dich heran und sagt eigentlich gar nicht so viel, sondern reicht dir mehr so in einem Zettel den Ablauf des heutigen Kampfes über die Schulter. Und das also ich bin echt deine Vorfreude dann doch gewaltig. Ich bin echt sauer, also was fällt dem eigentlich ein, mir so einen Zettel in die Hand zu drücken? Nicht nur, dass die Matchdauer relativ kurz sein soll, mit gerade mal 7 Minuten, ja, das ist der Main Event, das ist der Hauptkampf des Abends und er gibt mir 7 Minuten im Ring, spinnt er? Und dann soll ich mich noch für diesen Bubi hinlegen? Schauen wir einfach mal, was gleich im Ring passiert. Du sollst verlieren, genau, so ist es abgesprochen. Und zwar, was steht auf dem Zettel, wie du verlieren sollst? Auch noch clean, in der Mitte des Rings, der soll mich pinnen, nach seinem Finisher. Ja. Es geht gar nicht. Ganz schlimm auch, weil gerade derjenige, gegen den du da kämpfst, das ist der gerade aufstrebende Neuling in der Liga, den alle irgendwie anhimmeln, der so ein bisschen irgendwie dich früher auch kopiert hat und jetzt anstatt von einem Vampir-Gimmick aber so ein Vampir-Jäger-Gimmick entwickelt hat. Und gerade der, warum der, weißt du? Den kannst du so schon so nicht leiden, wenn du dem irgendwie sonst auf dem Gang entgegengehst. Ihr würdigt euch beide keines Blickes und seid euch Spinnefeind und könnt euch einfach nicht leiden. Es gibt ja so Menschen, ne? Die kann man auf Gedeih und Verderb nicht leiden. Und dieser gehört definitiv dazu. Und ja, du sollst verlieren. Du weißt, es ist so abgesprochen, Wrestling ist nun mal kein freier Kampf, sondern alles Show. Aber, naja, mal sehen, ob der das so hinkriegt mit dir. Du wirst ihm auf jeden Fall kein leichtes Spiel machen in den 7 Minuten, die ihr habt. Und, kannst du mal beschreiben, wie du dich vorbereitest jetzt im Gang. Also dein Kontrahent ist als erster in den Ring gestiegen schon. Ist von der Menge jubelnd empfangen worden und es sind vielleicht sogar ein paar Mädels umgefallen in den ersten Reihen, als sie ihn gesehen haben. Und du lugst so ein bisschen im Eingang durch den Vorhang und schaust so die Bühne herunter, die zum Ring führt und was sind so deine nächsten Gedanken, die dir so durch den Kopf gehen? Also im Grunde genommen freue ich mich immer noch, weil klar, ich soll mich hinlegen, ich soll verlieren, aber hey, so ist nun mal das Showbiz hier, ja. Ich meine, dieser Pimp, dem werde ich schon zeigen, wo der Moss den Barten holt oder wo der Hammer hängt oder wie auch immer.
Ich werde meine Zähne nochmal anlegen und werde ihm definitiv beweisen, dass sein Gimmick der letzte Rotz ist. Auch wenn das beim Publikum echt gut ankommt, warum auch immer. Ja, eigentlich bin ich der viel charismatischere von uns beiden. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich so eine helle Hautfarbe habe und die Amis mögen ja die braungebrannten viel lieber. Das ist ja so ein typisches Amerikanertum. Wir warten einfach mal ab. Ich werde meinen Ledermantel, den ich umgelegt habe, nochmal festschnüren und warte einfach darauf, dass meine Entrance-Musik erklingt, damit ich endlich durch den Vorhang treten kann auf die Stage und mich dem Publikum präsentieren kann. Und ist eine kleine, ausverkaufte Bingo-Halle, aber immerhin ausverkauft. Da klingt sie schon, die Entrance-Musik. Die Elektronik-Klänge, die dich als Gothic-Vampir ankündigen. Und beschreib, wie du deinen Weg machst zum Ring. Ja, ich trete aus dem Vorhang, gehe auf die Stage, höre das Gebuhe der Leute, setze ein Grinsen auf, ein hämisches Grinsen, zeige den Leuten den Mittelfinger und streite langsam den Gang runter. Ein Fan streckt die Hand aus, um halt einzuschlagen. Ich tue so, als wenn ich es machen würde und spuck ihm voll auf die Hand. Schreite dann weiter den Gang hinunter, unter den Buhrufen. Die ersten Bierbecher fliegen schon in meine Richtung. Davon lasse ich mich aber überhaupt nicht beeinflussen und überhaupt nicht irgendwie beunruhigen. Ganz im Gegenteil, die meisten in der ersten Reihe sind 2-3 Köpfe kleiner als ich und vielleicht die Hälfte von mir und somit können die mir mal gar nichts. Unten am Ring angekommen, springe ich auf die Ringumrandung, steige übers oberste Ringseil in den Ring und sofort auf das zweite Ringseil, um mich zu präsentieren den Leuten, genieße quasi die Buhrufe der Menschen und springe dann von dem Seil hinunter, drehe mich um, gehe auf den Kontrahenten zu und bleibe 2 Zentimeter vor seinem Gesicht stehen, also eigentlich vor ihm, ja, Kopf an Kopf stehen wir da und ich mache ein wenig Trash-Talk, dass er mich heute auf gar keinen Fall besiegen wird und dass er zeigen soll, was er drauf hat. Wenn er denn was zu sagen hat, soll er es mir jetzt bitte sagen und ansonsten soll er halt für ewig schweigen. Ja, während die Musik immer noch läuft, haltet ihr euren Trash-Talk und der Ringrichter geht dazwischen und sorgt nochmal dafür, dass ihr nochmal getrennt werdet. Du trittst nochmal zurück in die Mitte des Rings und lässt dich nochmal, kann man es feiern nennen, während dein Kontrahent sich zurückziehen muss in eine Ecke des Rings. Du streckst die Arme aus wie jemand, der gekreuzigt wird, und drehst dich nochmal in alle Himmelsrichtungen, dass sich jeder von jedem Platz aus begutachten kann, und saugst diese Atmosphäre auf, die auf dich einströmt. Die Leute, die Schilder hochhalten, die applaudieren, die buhen, einige, die dich anfeuern, und schaust nochmal in das Strobolichtgewitter, was über dem Ring gerade ertönt, und als die Feuerfontänen an den Seiten des Rings nach oben steigen, als du deine Geste machst, die du jedes Mal vor dem Kampf machst, in Richtung deines Kontrahenten, blickst du nochmal ins Publikum. Und die Menschen rasten aus, sind total. Und es wirkt wirklich wie ein Ameisenhaufen. So nimmst du sie wahr, so durcheinander. Und es ist eine tobende Menge, kann man sagen. Alle haben Spaß. Aber eins fällt dir auf, als du in das Publikum schaust. Zwischen all diesen tobenden Menschen scheint es einen Ruhepol zu geben. Und der fesselt deinen Blick für eine Sekunde lang. Da sitzt, es sitzt zwischen all den stehenden Leuten eine Gestalt, die ganz, nicht angespannt, sondern ganz entspannt das Treiben im Ring begutachtet. Mit verschränkten Armen, leicht zur Seite geneigtem Kopf, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, mit einem T-Shirt, wo dein Konterfei drauf ist, im Gegensatz zu allen anderen ist er total ruhig und auch seine Umgebung scheint einzufrieren in der Zeit, würdest du sagen.
Und dann ist dieser Eindruck schon wieder vorbei, weil du dich wieder wegdrehst und die Musik verstummt und die Ringglocke ertönt. Und ja, es kann losgehen. Und anstatt den Kampf jetzt irgendwie auszuwürfeln, würde ich einfach dir das überlassen, dass du ein bisschen beschreibst, wie diese 7 Minuten ablaufen. Was passiert so? Ja, das Ganze startet mit einem ganz normalen Stare-Down, bevor wir uns gegenseitig an den Schultern packen und versuchen, zu Boden zu ringen. Nach einer ganzen Weile kommt ein Whip-In, der in die Seile führt. Aus diesem soll ich dann wieder herauskommen und eine Clothesline einstecken. Das Ganze funktioniert auch soweit. Ich nehme die Clothesline, zelle auch im Augenblick noch den Schmerz, den er mir damit zugefügt hat. Der Gegner lässt sich feiern, hebt mich dann wieder auf, will mich hochnehmen zu einem Vertical Suplex. Das Ganze lasse ich dann nicht mit mir machen. Im Gegenteil, ich nehme ihn in den Vertical Suplex und hau ihn auf die Matte mit einem Jackhammer, also mit einer Jackhammer Powerbomb. Trete ihm einmal vor den Kopf und räume mich aus dem Ring. Ja, aus dem Ring gerollt wird natürlich der Ringrichter anfangen, mich auszuzählen. Ich mache vom Ring die Ringabsperrung, also diesen Vorhang, der vor dem Ring ist, hoch und hole da 2, 3, 4 Stühle raus und einen Tisch, schmeiß die Stühle in den Ring, schiebe den Tisch hinein und provoziere das Publikum noch ein wenig, bevor ich wieder in den Ring zurückgehen möchte. Das gelingt mir leider nicht so gut. Ich klettere wieder auf den Apron, werde von da abgefangen mit einem harten Schlag, der mich vollkommen unvorbereitet trifft, weil er nirgendwo steht. Also vorher haben wir das Match ja abgesprochen. Dieser Schlag war definitiv nicht dabei. Der war auch ziemlich stiff ausgeführt, das heißt ziemlich hart ausgeführt. Und das heißt auch, es tat weh. Es tat wirklich weh in dem Moment. Ich knalle mit dem Rücken draußen auf den härtesten Teil des Rings und rolle mich dann in den Ring rein, wo er mich auch schon erwartet, mit einem weiteren Rip-In in die Ringecke. Er folgt dann, möchte einen Splash zeigen. Ich gehe zur Seite, er landet auf den Ringseilen und von da nehme ich ihn dann in einen German Suplex, knall ihn nach hinten, schnappe mir direkt einen Stuhl und klopfe auf ihn ein. Der Ringrichter geht dazwischen, reißt mir den Stuhl aus der Hand, dreht sich mit dem Stuhl um und schmeißt ihn aus dem Ring. Das nutze ich, um meinem Gegner voll in die Eier zu treten. Ja, auch das steht leider nirgendwo in dem Skript, was vorher abgesprochen war. Ich baue den Tisch auf, nehme den Gegner hoch, also stelle den Tisch quasi in die Ringecke, nehme den Gegner hoch und möchte ihn in den Tisch reinschleudern mit einem Whip-In. Das wird leider gekontert. Es sind auch mittlerweile schon gut 6 Minuten um. Er schmeißt mich volle Elle in diesen Tisch. Auch das war natürlich vorher abgesprochen, klar. Ja. Der Tisch geht zu Bruch. Ich liege in der Ringecke. Der Gegner kommt, hebt mich auf, nimmt mich in seinen Finisher, führt diesen Finisher aus, den ich aber kein bisschen zelle. Ja? Er knallt mich also mit dem Finisher voll auf den Boden, ich stehe einfach wieder auf. Vollkommen perplex. Du siehst in ein verdutztes Gesicht deines Gegners, der so einen What-the-fuck-Blick aufsetzt kurz, dann aber sofort wieder in seine Rolle fällt. Und auch der Ringrichter guckt dich ganz komisch an. Wie geht's weiter? Ja, nachdem er den Finisher gezeigt hat, gehe ich dazu über, selbst zum Angriff überzugehen. Also ich gehe über, um überzugehen, ist auch gut. Auf jeden Fall kriegt er von mir einen absoluten Faustschlag, mit der geschlossenen Faust, das, was eigentlich überhaupt nicht erlaubt ist. Der Gegner geht sofort zu Boden. Ja, ein richtiger. Mit der geschlossenen Faust, richtig schön, voll gegen die Seite des Kopfes, also quasi schon gegen die Schläfe, wenn man so will. Der Gegner kippt auch instant danach um. Ich gehe sofort über zum Cover. Eigentlich sind die 7 Minuten noch nicht um. Der Ringrichter guckt sehr wahrscheinlich ziemlich verdattert. Der guckt rüber zum Pult, wo die Glocke geschlagen wird, wo der Ringleiter irgendwie sitzt und so und zuckt ganz kurz mit den Schultern. Geht dann irgendwie trotzdem runter und zählt an
Eins, zwei, guckt nochmal rüber zum Veranstalter, guckt. Das war so nicht abgesprochen, flüsterte dir ins Ohr. Halt die Fresse und zähl durch. Nochmal ganz verdutzt, und weil er sich gerade nicht anders zu helfen weiß und der Typ auch ziemlich stoned, also beziehungsweise total knockout da liegt, weil er mit dem realen Faustschlag einfach nicht gerechnet hat. Ja, drei, du hast gewonnen. Ja, ich hab's euch gesagt, ich bin der Beste, ich bin der Beste, gib mir den Gürtel, gib mir den scheiß Gürtel. Ja, die Musik ertönt wieder und du kannst dich feiern lassen, das Publikum rastet völlig aus und du reckst ja, den Gürtel wahrscheinlich nochmal in die Höhe und lässt dich feiern. Ja, ich gehe auch Richtung Promoter, ja, gehe da auf das unterste Ringseil, wippe so ein wenig und halte ihm den Gürtel vor, weil der Arsch wollte ja, dass ich verliere, zeige ihm nochmal den Mittelfinger, rolle mich dann aus dem Ring unter den Buhrufen der Fans, die vollkommen mich sehr wahrscheinlich jetzt total hassen, genau, und verlasse sofort ohne Umwege den inneren Bereich und gehe durch den Vorhang wieder zurück in den Backstage-Bereich. Okay. Ja, die Musik verklingt wieder und hinter der Kulisse nehmen dich einige vom Staff in Empfang und gucken dich total verdutzt und perplex an und sagen, was war das denn jetzt? Verdammt, du sollst doch verlieren! Und ja, währenddessen wird dein Kontrahent irgendwie von Leuten irgendwie aus dem Ring getragen, von Sanitätern behandelt und so. Was machst du? Ich sollte verlieren. Ich verliere doch nicht gegen den. Ja? Ihr könnt mir jeden anderen vorsetzen, aber nicht gegen den. Da werde ich niemals gegen verlieren. Irgendwie wutentbrannt kommt der, nicht der Promoter, sondern der Manager der Liga irgendwie hinter dem Vorhang hervor und tritt auf dich zu und brüllt dich in totaler Rage an und mal, was denkst du dir dabei, verdammt, es war anders abgesprochen, du wirst nie wieder einen Kampf machen in meiner Liga und so weiter und ja, wirft dir ganz schlimme Worte an den Kopf. Ja, ich lasse es einfach über mich ergehen, halt ihm immer wieder seinen eigenen Titel unter die Nase. Wenn du mich keinen Kampf mehr machen lässt, dann nehme ich diesen Titel mit und werde ihn in der nächsten Promotion einfach in die Mülltonne schmeißen. Ich an deiner Stelle wäre ein bisschen vorsichtig, mit wem, du weißt ja, mit wem du redest. Ich bin der Champion der NFW. Also schweig jetzt mal still. Ich verkaufe so viel Merchandise wie deine ganzes, wie das ganze Rooster zusammen. Ja, ich kann gar nicht verlieren. Ich bin einfach der Beste in diesem Business. Ja. Ihr könnt froh sein, dass die großen Ligen noch nicht angerufen haben, weil sie einfach sagen, dass ich viel zu gut bin und den Big Playern bei denen die Shows stehlen würde. Das wollen die einfach nicht, weil sie haben ja ihre eigenen Leute gezüchtet und deswegen sei einfach froh, dass ich hier bin. Sag mal, du leidest wirklich an komplettem Größenwahn. Bist du denn total bescheuert? Und in dem Moment kommt dein Promoter irgendwie um die Ecke und tritt auch dazu und nimmt dich so ein bisschen zur Seite, weil du schon gerade so ein bisschen dran bist, dass ihr euch gegenseitig schubst und so und euch wirklich gerade, ja, vielleicht knallst du ihm den Gürtel vielleicht sogar richtig auch vor die Füße irgendwie so oder keine Ahnung was, um ihm zu zeigen, was du von seinen Aussagen hältst. Und ja, dein Promoter wird dich so ein bisschen aus dem Ding in die Kabine reinziehen und die Tür hinter euch zumachen. Erstmal einen dicken Durchatmer machen. Mann, 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 musst du mich immer in diese Scheiße reiten, Andrews? Hast du gesehen, was ich mit dem gemacht habe? Hast du gesehen, wie leicht das war? Ein Schlag und er lag am Boden. Wie soll ich gegen so einen verlieren? Das ist total unglaubwürdig. Hallo? Geht gar nicht. Mein Gott, wir haben kassiert für diesen Fight. Wir haben kassiert. Weißt du, die ziehen uns das scheiß Geld wieder ab. Ach, scheiß mal auf das Geld. Ich kann so viel Geld verdienen. Ich scheiß dich zu mit Geld, wenn du das willst. Du scheißt uns zu mit dem Geld. Wer hat denn den Überblick über deine Finanzen? Das macht doch wohl ich. Und ich weiß ganz genau, dass es uns nicht besonders gut ist, wenn du deinen scheiß Sportwagen nicht immer wie vor der
vor die Hunde fahren würdest und 10.000 Weiber holst und keine Ahnung damit rumhurst. Du hast es rausgeschmissen zum Fenster für deine scheiß Muckibude oder was auch immer du da in Chicago da jetzt eröffnet hast. Hallo, das ist die Wrestling-Schule schlechthin. In dieser Wrestling-Schule werden Talente entdeckt, sie werden in die Welt ziehen, sie werden alles erobern. Ja, bla, bla, sie werden bla, von dem Besten alles schon 10-mal trainiert. Gehört. Fakt ist, wir haben Schulden, William. Wir haben Schulden. Wir brauchen die scheiß Kohle von diesem Kampf und die kriegen wir jetzt nicht. Ja und, dann hol irgendwo anders Kohle her. Du, wie soll ich sonst denn Kämpfe beschaffen, wenn du immer dich nicht an die Absprachen hältst? Niemand wird uns mehr nehmen. Ich halte mich. Und ich werde jetzt rausgehen. Immer an die Absprachen. Ich werde jetzt rausgehen. Und ich werde dem in den Arsch kriechen für dich, ja? Und ich werde ihn beknien und verbetteln. Und ob bei uns noch einen neuen Kampf geht. Und du wirst dich dann wenigstens an die Ansprachen halten. Verdammte Scheiße. Ansonsten sind wir auch getrennte Leute. Ich weiß, ich habe dich groß gemacht. Ja? Aber du musst einfach auch was für uns machen. Du hast mich. Also, Moment mal. Erstens mal habe ich mich selber groß gemacht. Eigentlich brauche ich dich überhaupt gar nicht. Ja, du kannst froh sein, dass du in meinem Schatten wandeln darfst, Freund der Sonne. Ja, und ich wäre ganz vorsichtig mit dem, was ich ausspreche, weil ganz ehrlich, sonst nehme ich dich gleich und zerquetsche dich wie eine Fliege. Wer meinst du eigentlich, wer du bist? Weißt du was, Andrews? Mach deinen Scheiß doch selber. Dreht sich rum und knallt die Tür hinter die Kabinentür hinter dir zu. Du bist allein. Aber dich brauche ich überhaupt nicht für meinen Scheiß, du Spacken! Ja. Keine Reaktion mehr von draußen. Du hörst irgendwie noch, dass sich Leute draußen um den Flur unterhalten. Aber sonst. Sie es ist ziemlich schon, ruhig jetzt. Sie werden schon merken, dass es gut war. Sie werden es einfach merken. Meine Merchandise-Verkäufe werden durch die Decke gehen. Die Liga wird so viel Geld einnehmen, man glaubt es gar nicht. Landesweites Fernsehen wird uns anflehen, dass wir in ihr Kabelnetz gehen. Ja, ihr werdet sehen, genau das wird passieren. Ja, sitzt vom Spiegel der Umkleider, erst irgendwie ziehst deine normalen Klamotten wahrscheinlich wieder an, redest dir noch selber nochmal Mut zu und wie geil du den Kampf gestritten hast. Keiner hört dir zu, aber du sitzt halt vor dem Spiegel und du redest quasi zu dir selber und bepreist dich selber, wie gut du warst und so. Und dass die alle schon sehen werden, was Sache ist. Und als du dann die Kabine verlässt, ist auch vor der Kabine wirklich überhaupt nichts los. Die ganzen Gänge sind fast wie leer gefegt. Du wirst hinten durch den Staff-Eingang nach draußen gehen, wie du es immer machst. Es regnet. Man hört irgendwie draußen noch die Autos irgendwie fahren, irgendwie ganz irgendwie weit abseits wirst du ein paar Polizeisirenen irgendwo durch die Stadt fahren und staffst durch den Regen zu deinem, was fährst du für ein Auto, weißt du, irgend so ein Luxussportwagen? Lamborghini. Genau, fährst du ein Lamborghini, genau, und stehst da hin. Kurz bevor du den Parkplatz erreichst, musst du um so eine Ecke biegen, siehst du nochmal so eine Gruppe von Fans, die hinter so einem Zaun stehen und irgendwie Schilder hochhalten und auch Autogramme vielleicht rufen. Hey, Autogramm, hey, das ist doch der, wie ist dein Ringername? Mortifer Mortis. Nee, Mortifer Mors. Mortifer Morse, ey, das ist doch Morse, hey, hier, hey, Autogramme und so. Und machst du? Ja, klar, hallo, das sind meine Fans, die kaufen meine Artikel, die wissen ganz genau, was sie an mir haben. Ja, und du schreibst nochmal Autogramme und irgendwo in zweiter und dritter Reihe entdeckst du wieder diesen Mann, den du schon im Ring gesehen hast. Der da total ruhig in der tobenden Menge stand und auch jetzt wieder. Alle sind total aufgeregt und reden durcheinander und so. Und er scheint wirklich so eine Aura zu haben, dass um ihn herum irgendwie alles so ein bisschen ruhig und gesetzt wirkt. Und er hat immer noch dieses leicht grenzdebile Lächeln auf dem und scheint dich richtig so jede Bewegung von dir aufzusaugen. So. Zu genießen, jedes Mal, wenn du dann den Stift nimmst und die dann rüberreichst und neue schreibst und nochmal irgendwie eine Pose machst für ein Selfie und so, scheint das alles irgendwie total zu genießen, wie du dich da gibst. Hey, du,
Hey! Ja. Und redet ganz leise und alle um ihn herum sind halt laut, gerade die ganzen Teenies und so. Und er redet ganz leise und du kannst diese Worte hören, die er spricht. So ganz leise. Ja. Ja, willst du auch ein Autogramm oder was? Was ist los mit dir? Oh, gerne. Und es ist so ein bisschen wie als Moses das Meer teilte, ja? Die Leute machen automatisch vor ihm Platz und er schreitet irgendwie an den Zaun. Ganz langsam, ganz bedächtig. Und der Gang, in dem er geht, sieht total merkwürdig aus. Er setzt so ein bisschen so wie so ein Storch, immer einen Fuß nach den anderen. Ja, und läuft ganz bedächtig, langsam, fast schon ein bisschen hinkend, weil es sieht wirklich aus, würde der Storch durch den Salat gehen. Und er zieht auch den Oberkörper immer so ein bisschen hinterher, sodass die Füße vorgehen und dann erst sein Oberkörper nachgeschoben wird. Das sieht total strange aus. Und bleibt dann am Zaun stehen. Und du siehst dieses T-Shirt, was er hat, mit also das Fan-Merchandise von dir. Und ich habe gar keinen Stift und keinen Zettel bei. Wie machen wir das? Ach, Quatsch, du brauchst keinen Stift. Hey, hier, Pimp, gib mal den Edding. Ja, und okay. So ein Typ gibt dir ein Edding, ja. Ja, ich kritzel meinen Namen drauf. Auf so, Shirt. Und jetzt mach einen Schuh. Ja, klar. Ja. Dankeschön, Mr. Andrews. Und der ist der Einzige, der sich hier mit deinem richtigen Namen anredet. Alle anderen sagen halt Maus Mortimer. Oder Mortimer Maus. Mein Name ist nicht Andrews, ja? Mein Name ist Mortimer Maus. Kapierst du das? Ah, natürlich. Mr. Maus. Ja? Und er dreht sich rum. Genau. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde so ein Spielzeugsoldat sich so an der Hüfte herumdrehen, so komplett an der Hüfte rumdrehen, dann erst die Beine sich drehen und dann stolziert er wieder wie so ein Storch davon und verschwindet hinter der nächsten Ecke. Und dann guckst du ihm nochmal ganz komisch hinterher, weil der Typ ist wirklich, was ist das für einer? Und dann kommt nochmal der Kopf vor hinter der Ecke und dann winkt er dir zu und dann verschwindet er wieder. Alter, der Typ hat voll einen an der Macke, ey. Naja, ist mir scheißegal. So, Leute, jetzt ist gut hier, ja? Ich habe keine Zeit zu verschenken, ich muss los. Ja. Ja, geh zu meinem Kommt Wagen. Kommt denn der Hunter auch nochmal raus? Was? Also so ein kleiner Junge, irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre, irgendwie wird von seinem Vater irgendwie so ein bisschen in den Zaum gehalten. Kommt der Hunter auch nochmal raus? Das ist halt dein Erzrivale, den du gerade besiegt hast. Sag mal, spinnst du oder was? Der kommt nie mehr hier raus. Hast du mich verstanden? Nun fängt an zu heulen. Ach, halt die Fresse, Kind, ey. Du blödes Blach. Dreh mich um, geh jetzt weiter zu meinem Wagen. Er dreht sich um. Steig ein und lass einfach. Kurz bevor du das kurz bevor du dich umdrehst, siehst du noch, wie irgendeiner dir so ein Handy in die ganze Szene halt mit dem. Ach, fickt euch doch alle und so, wie einer das gefilmt hat. Halt mit seinem Handy. Alter, gib mir dein verschissenes Handy. Sofort. Ey, verpiss dich, ey, das ist meins. Und er tritt so hinter dem Zaun weg und macht Anstalten wegzugehen. Ja, ich greife über den Zaun und ziehe ihn zu mir. Ja. Okay, dann mach mal, können wir die erste Probe des Tages mal würfeln? Mach mal eine Dexterity und Athletics Probe. Wenn ich nichts dazu sage, ist immer Schwierigkeit 6. Und Einsen negieren Erfolge. Also 6 und höher ist ein Erfolg und Einsen negieren Erfolge. Und ich sag mal, du brauchst mindestens 3 Erfolge, um ihn zu taschen. So, die 3 habe ich auch. Ja. Perfekt, dann schaffst du es gerade noch, ihn so an seinem Kapuzenpulli hinten an der Kapuze zu fassen zu bekommen. Was machst du? Wenn jetzt einer von euch das Handy zieht, ja, dann ist er dran. Ja, ich ziehe ihn rüber über den Zaun und nehme ihm sein Handy ab. Ja, nimmst du mir das Handy ab, okay. Er wehrt sich so ein bisschen, aber er ist natürlich, du bist viel muskulöser, viel stärker als er. Ne? Ist einfach nur... Er hat keine Chance. Ja, ich nehme das Handy, schmeiß es in die Luft. Ja. Schubst ihn wieder über diese Absperrung.
und warte darauf, dass das Handy auf den Boden kracht. Ja, pock, fängt voll in die Pfütze, die da sich langsam angesammelt hat unten, weil es regnet ja wie Sau. Ups. Naja, da brauchst du wohl ein neues. Das tut mir aber leid. Schreib's auf meine Rechnung, Freund. Bis zum nächsten Mal. Dreht sich um und geht wieder. Ja. Steigst in deinen Lamborghini, wirst noch mit ein paar bösen Sprüchen von den Leuten, die da jetzt stehen, irgendwie begleitet. Und als die Tür hinter dir zugeht, hörst du nur noch das dumpfe Getrommel des Regens, das aufs Autodach prasselt. Ja, Motor angeschmissen, aufheulen lassen und mit quietschenden Reifen vom Parkplatz eiern. Ja, fährst los. Wo fährst du hin? Ja, ich fahre selbstverständlich in meine Wrestling-Schule. Ja, da ist auch mein Zuhause. Über der Wrestling-Schule ist ein kleines Apartment, was mir gehört. Also, ich weiß nicht genau, ob es mir wirklich gehört. Ich habe es mir einfach angeeignet. Es gehört jetzt auf jeden Fall mir. Du hast es gemietet, glaube ich. Du hast das Gebäude wohl gemietet und hast da unten halt die Schule und oben das Apartment. Genau, deswegen sage ich, es gehört einfach mir. Also klar, es ist gebietet, aber es gehört mir, weil ich bin nun mal der Beste. Ja? Und alles, wo ich bin, das gehört dann auch erstmal mir. Mhm. Und aus diesem Grund fahre ich da jetzt auch erstmal hin, weil ja, wir haben jetzt 23 Uhr. Ja, wird Zeit, dass ich einfach mal ein bisschen unten aufräume. Morgen früh, beziehungsweise morgen Abend, kommen die nächsten Wrestling-Schüler und es soll ja ordentlich aussehen. Mhm. Ja. Okay, ja, dann bist du unten in der Schule. Du kannst ja mal kurz beschreiben, wie sieht so eine Wrestling-Schule aus? Es ist eine kleine Halle. In der Mitte der Halle steht ein Wrestling-Ring aufgebaut. Im Grunde genommen sieht es aus wie ein Gym. Da stehen einige Geräte mit Gewichte zum Pumpen. Zwei ganz dicke Seile sind an die Wand befestigt, wo man die Seile so hoch und runter machen kann. Ein dicker LKW-Reifen liegt in der Halle rum, den man halt umdrehen muss. Ja, alles so für Kraftsachen. Es geht so ein kleines Kabuff ab, wo halt die Umkleidekabinen sind und die Duschen. Es ist ein kleines Office da. Ja, alles ein bisschen heruntergekommen, also nicht so schön und fein, aber es ist halt meins, es gehört mir. Es ist alles von meinem Geld. Hast du auch große Fenster zur Straße hin, wo du rausgucken könntest, oder wo die Leute gucken können, was drinnen so passiert? Nein, also definitiv nicht. Es ist halt so wie so ein Garagentor davor, wenn man es sich so vorstellt. Es gibt zwar Fenster, aber die sind halt relativ weit oben. Das kann man sich so vorstellen wie an den deutschen Turnhallen, ja, dass unten halt alles zu ist und nur oben halt Verglasung, sodass da Licht reinfällt, weil es darf auch nicht zu viel Licht reinfallen, denn ja, auch tagsüber gebe ich für die jüngeren Wrestling-Kurse und die Sonne darf halt nicht reinprallen und deswegen. Hätte ja auch sein können, dass du da irgendwie dann Vorhänge vorhast oder sowas, das hätte ja auch gereicht, aber gut, dann hast du nur so Oberlichtfenster. Und so ein schweres Rolltor, was man auf und zu machen kann, so ein Garagenähnlich und fängst an irgendwie so mit ganz, ganz gesettelt, so was man so nach dem Auftritt heute Abend so gar nicht erwartet hätte, vielleicht mit einem Kehrblech und einem Besen so ein bisschen Gedanken verloren durch deinen Gym zu fegen. So, was geht dir durch den Kopf? Das wird definitiv hier alles gerade ziemlich viel. Das ist scheiße. Ich meine, ich bin der Größte, ich bin der Beste. Warum sollte ich nicht gewinnen dürfen? Und warum regen die sich alle so auf? Ich meine, wenn wir denen die Hütte voll machen, dann kann es denen auch scheißegal sein, wer diesen billigen Gürtelverschnitt um seine Hüften trägt. Die Schule hier wird ein großer Erfolg werden. Ich werde größer werden als der Undertaker. Ich werde alle in den Schatten stellen. Das ist definitiv so. Du bleibst nochmal. Das kann nur Fegen, erfolgreich sein. Beim Fegen bleibst du nochmal kurz vor so einem kleinen Trophäenschrank stehen, wo so die Gürtel, die du so in deiner Karriere gewonnen hast, ein paar Pokale ausgestellt sind und neben dieser Vitrine hängen an der Wand so einige Fotos von dir aus früheren Tagen.
so war von Titelkämpfen oder mit anderen Wrestlern, die vielleicht auch ein bisschen bekannter sind, irgendwie so als Gruppenbild. Und ja, du schwelgst so ein bisschen in Erinnerungen von früher, dass es früher viel einfacher war, alles zu handeln und so. Und bleibst so ein bisschen gedankenverloren davor stehen. Und dann hörst du von draußen, von vor dem Tor, irgendwie Gerumpel. Ja, ich mache mich auf zu dem Tor und ja, ziehe an der schweren Eisenkette, so dass das Tor aufgeht. Hey, wer ist da? Ja, und als du kurz vor dem Tor bist und gerade die Eisenkette ziehen willst, um das Tor ein Stück aufzumachen, hörst du von draußen, wie eine junge Frau irgendwie um Hilfe brüllt und hörst so verschiedene Aufschläge, als ob irgendwas gegen Autos prallt. Dann geht auf einmal eine Autoalarmanlage an und ja, du hörst irgendwie mehrere so Aufprallsachen, du hörst, wie Leute durch Pfützen laufen und so und ja. Ja, wenn ich das höre, dann mache ich selbstverständlich wesentlich schneller das Tor auf, eile heraus und schaue, ob ich da irgendetwas erkennen kann. Mhm. Weil wenn eins nicht geht, dann Frauen verprügeln. Das ist mal unterste Kanone. Das funktioniert hier gar nicht. Ja, was sehe ich? Also, wie sieht die Szenerie da aus? Ja, irgendwie vor deiner Tür steht dein Lamborghini und noch ein paar andere Wagen. Und einer von diesen Wagen hat eine ziemliche Beule, also der direkt vor deinem Lamborghini parkt, hat eine ziemliche mannsgroße Beule in seiner Motorhaube, als ob da irgendwas draufgekracht wäre. Und das ist auch die Alarmanlage, die gerade läuft. Und neben dem Auto liegt in der Pfütze ein junges Mädchen, würdest du sagen, so mit so nicht aschblonden, so ein Straßenköterblondes, jetzt dadurch, dass sie halt auf den Boden in die Pfütze gefallen ist, nasses, triefendes Haar, irgendwie ein Kapuzenpulli an, darüber so eine Art Regenkaper, Jeanshose und ja, sie hockt da irgendwie in dieser Pfütze und sieht total verängstigt und ja, irgendwie verloren aus. Hey, alles gut? Kann ich dir aufhelfen? Helfen Sie mir, er ist hinter mir her. Ach, wer ist hinter dir her? Mein Ex. Ha, der soll kommen. Dann stampft man in den Boden. Mögen Sie reinkommen? Mein Bein. Warten Sie, ich helfe. Ich beuge mich runter und hebe sie halt auf. Ziehst sie so nach und oben und trägst sie so an der Schulter, also nicht so über die Schulter, sondern irgendwie so nickst sie so den Arm um. Ich nehme sie auf. Ja? Oder? Ich nehme sie halt über die Schulter. Auf den Arm. Ganz galant. Über die Schulter. Ich nehme sie halt. Genau, galant auf den Händen, ja, so wie es ein Gentleman halt tut, und trage sie halt in die Halle rein. Ja, okay. Trägst sie rein und blickst dich nochmal um. Und ja, in der Straßenecke schräg gegenüber entdeckst du ganz kurz aus dem Augenwinkel jemanden, der in diesem Storchenschritt läuft. Aber es ist nur so ein Schatten, der irgendwie so reflektiert wird von der Straßenlampe, die sich, und der Schatten projiziert sich so auf die Häuserwand. Es kann doch nicht wahr sein. Also wenn er mich nochmal stalkt oder so, dann nehme ich mir vor. Dann hau ich nur um, aber jetzt muss ich mich erstmal. Wie heißen Sie, Lady? Mein Name ist Katharina. Okay, Katharina, pass auf. Ich bring dich jetzt rein. Da hinten ist eine Liege. Da werde ich dich jetzt drauflegen. Dann gehe ich in das Büro und rufe, wenn du möchtest, einen Arzt. Ja, kann ich gut gebrauchen, glaube ich. Ah, mein. Ich glaube, ich habe mir den Knöchel verdreht. Was ist denn passiert? Will nicht wahrhaben, dass Schluss ist. Ah, hat mich verprügelt. Wo kann ich ihn finden? Also, wie ist der Name von dem Typen? Die Adresse? Weiß nicht, er ist eben noch draußen gewesen. Vielleicht ist er noch da. Ja, ich rufe jetzt erstmal den Krankenwagen und dann gehe ich gucken. Ja,
Danke. Haben Sie ein Handtuch oder sowas? Ja, klar. Und schmeiß dir eins der Handtücher, die da liegen, hin. Ein weißes, großes. Mhm. Geh ins Büro, rufe den Notarzt. Mhm. Geh dann wieder raus. Kathi, pass auf. Ich darf doch Kathi sagen, oder? Ja, klar, darf ich. Klar, sind Sie das hier auf den Bildern? Und sie trocknet sich so mit so einem Handtuch irgendwie dann, also steht vor der Vitrine. Ja, kennst du mich etwa nicht? Also, naja, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich gehe raus und gucke, ob ich den Typen finde. Ist raus. Weißt du allerdings auch gar nicht, wie der aussieht, groß, ne? Keine Ahnung. Und ja, siehst keinen Menschen auf der Straße. Nur ja, Regen. Ist auch. Und ja. Die Autosirene hat mittlerweile aufgehört. Ist auch besser für dich. Wach dich noch einmal an die Frau ran, schrei ich durch die Straße. Mhm. Dann erlebst du den Morgen nicht mehr, mein Freund. Und geh wieder zurück in die Halle, mach das Rolltor runter. Und warte auf den Notarzt, Krankenwagen, wie auch immer. Ja, okay. Der wird dann irgendwann kommen und wird sich das Bein begutachten von der Dame und wird dann feststellen, ja, das ist gar nicht so schlimm, ist halt irgendwie eine Zerrung oder wahrscheinlich so. Und sowas wird ein bisschen verbunden. Und ja. Hey, Katharina, pass auf. Ich mach dir ein Angebot. Also, das Angebot kannst du nicht ausschlagen. Du kommst morgen Abend hier hin. Keine Sorge, morgen Abend sind noch ein paar mehr hier, ja? Und dann nimmst du an meinem Wrestling-Training teil. Und ich verspreche dir, in spätestens 3 Monaten, ja, okay, bei dir sind es vielleicht 3 Jahre, bist du auf dem Level, dass du jedem in den Arsch treten kannst. Dann passiert dir sowas nicht mehr. Ich mach doch schon Selbstverteidigung hier, Taekwondo. Ja, Taekwondo ist scheiße. Das bringt gar nichts, siehst du doch. Ja, Wrestling, Ring, das ist das, was definitiv hilft. Ja, mein Freund ist einfach stärker. Weißt du, der ist Quatsch. Echt gefährlich. Ich hab echt Stärke lange gebraucht, bis ich von dem weg bin. Scheiße, ich kann doch nicht nach Hause. Weißt du, Stärke ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ja? Kraft ist nichts anderes als Masse mal Geschwindigkeit. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen da hinkommen, dass du einfach schneller bist als er. Du musst nicht kräftiger sein, einfach nur schneller. Und dann kannst du die Weltbeste werden. Ja? Die Weltbeste, überleg mal. So wie ich, du kannst so werden wie ich. Ich glaube, ich will gar nicht ins Wrestling-Geschäft. Ich will nur, keine Ahnung, dass der mich in Ruhe lässt und aus unserer Wohnung auszieht. Pass Scheiße, auf. Er bezahlt die ganze Miete immer. Verdammte Scheiße, ey. Ich kann dir doch nichts machen. Ich hab nichts, weißt du? Es gehört alles ihm. Ja, umso mehr lege ich dir ans Herz, ins Wrestling-Business einzusteigen. Guck mal, was ich erreicht habe. Guck mal, was ich hier habe. Das gehört alles mir. Es ist meins. Ja? Ich habe so viel Platz. Du kannst hier schlafen, wenn du möchtest. Guck dich Keine so Sorge. Sind total irgendwie so komisch an. So. Keine Sorge. Ja? Du kannst hier unten schlafen. Nein, umgekehrt. Du kannst oben schlafen in der Wohnung und ich bleib hier unten. Ich schlaf im Ring. Selbst in der Nacht im Ring nehme ich noch Dinge auf. Ja? Man muss für diesen Sport einfach leben. Das ist echt nett. Und sie merkst so, wie sie so mit sich ringt irgendwie und so das so ein bisschen abwiegt und so. So. Wenn es ihnen wirklich nichts ausmachen würde. Ach, Quatsch. Gerne einen Tag drüber schlafen oder so. Nach Hause kann ich ja nicht. Hey, hier, geh hoch, bedien dich. Ja, danke, Mister. Wie heißen Sie eigentlich?
Andrews. William Scott Andrews, mein Name. Oder auch Mortifer Morse. Sie lächelt dich so an. Ja. Und dreht sich dann rum. Und können Sie mir zeigen, wo ich lang muss? Na klar, da vorne. Siehst du den Eingang? Links neben dem Büro. Da ist eine Treppe, die führt direkt nach oben. Okay, und das alles offen? Sie lassen mich einfach so in Ihre Wohnung? Ich könnte was, weiß ich was machen. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen weiß. Was könntest du schon machen? Nichts. Guck mich an. Guck mich an. Das stimmt. Ich bin ja nur... Okay. Hey. Danke nochmal. Du bist sehr gern. Immer dran denken. Du bist besser, als du denkst. Ja. Aus dir kann was werden, Kleines. Wirft dir nochmal so einen verschmitzten Blick zu und dreht sich dann rum und geht in den Gang, wo es nach oben geht, ins Treppenhaus. Hat ihre Tasche unten stehen gelassen. Also so eine kleine Handtasche. Ja, okay, sie hat die Handtasche stehen lassen. Das ist doch Absicht. Sie will doch, dass ich ihr die bringe. Ich bin ja Gentleman und ich gucke in die Handtasche. Okay, ja. Die Untiefen einer Frauenhandtasche sind natürlich für uns Männer natürlich überhaupt nicht begreifbar, was da alles so drin ist. Ich sage einfach mal in meiner Eigenschaft als Storyteller hier, du wirst auf jeden Fall ein Portemonnaie und ein Handy finden, das was von Interesse ist. Okay, dann schaue ich ins Portemonnaie und zwar nur nach dem Ausweis, um die Adresse, die auf dem Ausweis steht, zu bekommen. Mhm. Ja, die heißt Katharina Evans und wohnt gar nicht so weit weg von dir. Irgendwie 4-5 Blocks. Okay, dann verstaue ich alles wieder. Findest du übrigens in diesem Portemonnaie auch noch ein Foto wohl von ihrem Lover. Okay, wie sieht der aus? Ich könnte ihn dir eigentlich mal zeigen. Moment. Habe da ein Bild. So sieht er aus. Wenn du in den Stream guckst, kannst du es sehen. Und der kommt dir bekannt vor, der Typ. Also, ich muss ganz kurz warten. Ja, natürlich. Das ist nämlich der Typ, der in Storchenhaltung läuft. Okay. Ja, dann muss ich ihn leider verprügeln gehen. Ich stelle die Handtasche ab, nehme meine Quarzhandschuhe, gehe kurz ins Büro, ziehe mir so ein enges T-Shirt an, schwarzes T-Shirt mit einem diabolischen Zeichen auf dem Rücken, also so ein Pentagramm. Hexagramm, Pentagramm, wie auch immer. Und ja, ziehe auch noch schnell eine andere Hose an, weil die ist ja nass und so und das ist überhaupt nicht schön. Ja, so eine zerschlissene Jeanshose, Gürtel rein und schnell in die dicken Bikerboots gesprungen und dann auf den Weg gemacht zu diesem zu dieser Adresse, die da auf dem Ausweis steht. Der Wagen, den lasse ich stehen. Ich schließe logischerweise unten noch ab. Schließt die Frau ein. Und marschiere dann. Naja, man weiß ja nie, was passiert. Ja, ja, strichst draußen auf die Straße in den Regen. Druckst dich nochmal um, nach oben irgendwie in einem Gebäude hoch und siehst oben, das Licht brennt im Apartment. Siehst durch die Vorhänge, die zugezogen sind, die Silhouette von ihr, die irgendwie am Fenster zu stehen scheint. Und gehst dann wohl los.
fest entschlossen, dem Typen ein paar aufs Maul zu hauen. Ja. Ja. Ja, ich drehe mich nochmal um. Ich weiß nicht, kann sie mich sehen? Ja, der Vorhang ist zu. Okay. Also die Gardine ist vor. Alles klar. Ja, dann gehe ich halt erstmal durch die dunklen Gassen. Ja. Ist keine besonders hübsche Gegend da, wo ich wohne. Ist alles ein bisschen heruntergekommen. Ja. Ist halt nicht gerade die High Society Gegend. Ja, du wirst irgendwie an uns nur Schrauberwerkstatt vorbeikommen, wo so ein paar Leute irgendwie gerade so eine After-Hour-Party zu machen scheinen. Irgendwann haben sie sich da einen Kasten Bier hingestellt und haben das Garagentor aufgelassen. Weil, obwohl es regnet, ist es halt schon ein bisschen warm. Es ist warmer Regen, es ist schon sonst ein bisschen schwül hier für die Chicago-Verhältnisse, sehr ungewöhnlich schwül an dem heutigen Tag. Und ja, die machen da gerade irgendwie eine Fete oder sowas und der Lärm aus dieser Garage dringt irgendwie raus auf die Straße und ist aber auch das einzige Geräusch, was hier außer dem Regen, der auf die Straße prasselt, so an deine Ohren dringt. Und ja, läufst dann vorbei und noch einen Block, dann bist du da. Ja, ich zieh die Quarzhandschuhe an. Ja, lass nochmal die Muskeln so ein bisschen spielen und bewege mich weiter in Richtung des Hauses, wo ich hin muss. Ja, wenn ich da angekommen bin, schaue ich mal, ist halt was so ist das für ein Gebäude? Zahlen, die Zahlen durch, so es ist halt so ein dreistöckiges Gebäude, irgendwie mit so einem düsteren Eingang, wahrscheinlich so ein, wo mehrere Parteien drin Apartments haben. Und ja, jetzt stehst du da in diesem Eingang und es sind 6 Namen auf den Klingelschildern. Keiner davon entspricht dem Namen Evans. Gut, schon ein bisschen spät, um zu klingeln. Ich gucke mal, ob irgendwo Licht ist. Ungefähr 12:30. Ich gucke, ob irgendwo noch Licht an ist. In der Tat ist überall das Licht aus. Okay. Ja, das ist doof. Es hat ja geregnet, oder? Logisch, es regnet immer noch. Wie Bindfäden regnet es. Ich guck mal, ob die Tür auf ist. Also die Eingangstür. Nee, die ist verschlossen. Richtig verschlossen oder nur zugezogen? Kann ich das irgendwie erkennen? Mach mal einen Check auf Perception und Larceny. Und da du Larceny nicht hast, ist der ganze Test ein bisschen schwieriger. Und zwar geht er nicht auf die 6, sondern auf die 7 dann. Mit 2 Würfeln. Eine 2, eine 9, also ein Erfolg, oder? Richtig? Richtig. Ja. Würdest vermuten, dass es nur zugezogen ist, also nicht nochmal extra abgeschlossen ist. Einfach aus der Gewohnheit heraus, weil du früher auch mal in so einem Art Haus gewohnt hast, ganz als Kind und so, und eigentlich hat dann niemand, außer der alten Dame, die unten gewohnt hat, immer die Tür abgeschlossen. Die Chancen stehen ganz gut, dass es nur zugezogen ist. Okay, dann versuche ich mal, die Tür zu öffnen. Also Kreditkarte, was auch immer, aus dem Portemonnaie geholt und einmal kurz versucht, Tür zu öffnen. Der gleiche Test nochmal. Obwohl, nicht der gleiche Test, sondern Dexterity und Larceny diesmal. Also gegen die 7. Dexterity? Warte. Dexterity, also Geschicklichkeit. Ach so, ja. Warte. Und Larceny ist, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, glaub, irgendwas mit Sicherheit oder so.
hast du auf jeden Fall keinen Punkt drin. Nee, ich hab's eh auf Englisch hier. Ja, 2-4 und eine 8, ein Erfolg. Mhm. Ja, dann schaffst du, so, musst da so ein bisschen dran rumwursteln, hast zwischenzeitlich ein bisschen Angst um deine Kreditkarte, weil sie schon bedächtlich knackt und kriegt auch so einen kleinen Riss, während du da drin rumhantierst. Aber gleichzeitig, wo die gerade diesen Riss da entsteht an der Kreditkarte, machst du so klack und die Tür geht auf. Wunderbar, dann trete ich ein, mach die Tür direkt hinter mir wieder zu. Mhm. Und jetzt hoffe ich auf mein Glück, weil ich bin ja der weltbeste Knacker und ich bin auch der weltklügste. Ich mache das Licht an im Hausflur. Ja. Also nein, stopp, ich mache nicht das Licht an, Entschuldigung. Ich nehme mein Handy und mache meine Handyfunzel an. Ja. Meine Handytaschenlampe. Und schaue mal auf den Boden, weil es hat geregnet. Wenn jemand hier durchgegangen ist, vor kurzem, ich stelle mir das Gebäude so vor, dass es ein altes Gebäude ist, richtig? Ich meine, Chicago hat ja genau, fast viele Altbauten. Mhm. Holztreppen. Ja. Du suchst nach einer Pfütze. Ja, ich schaue mal. Oder nach Fußabdrücken. Ich schaue jetzt erstmal nach Fußabdrücken, ob da irgendwie nasse Fußabdrücke sind. Okay, nochmal Perception und Alert. Nee, Investigation und Perception wäre ganz gut. Und wieder gegen die 7, weil du Investigation nicht hast. Eine 7, eine 3, also ein Erfolg. Mhm. Dann schaffst du es nach einiger Zeit, es dauert, kostet dich einige Zeit wirklich, schaffst du es, so eine Spur zu finden. Und du siehst. Gut, dann versuche ich mal dieser Spur. Ja. Folgst dir in den dritten Stock nach oben und hast da ist quasi so ein Eins, so ein Dachgeschosswohnung und stehst da vor einer verschlossenen Tür und es riecht schwer nach Patchouli durch die Tür. Okay. Ich klopf mal. Keine Reaktion. Ist die Tür abgeschlossen? Wie möchtest du das rauskriegen? Einfach mal dran rütteln, oder? Ja, genau. Also, ich weiß ja nicht. Ist abgeschlossen. Also ist auch zugeschlossen. Vermutlich, ja. Kann man nicht sehen, aber vermutlich. Okay. Kannst du ja wieder dein Glück versuchen mit deiner angeratschten Kreditkarte? Nee, danke, die bricht. Das ist nicht gut. Was kann mir schon passieren? Was kostet die Welt? Ich kachel mal gegen die Tür. Willst du eintreten? Oder willst du nur mit Wucht dagegen schlagen? Nicht schlagen, sondern halt mit der Schulter mich davor werfen. Okay. Bin ich halt ausgerutscht und gestolpert. Rutschig. Mit dem Ziel, die einzutreten oder zu öffnen. Ja. Naja, genau. Dann mach mal Strength und können wir auch hier nochmal Larceny nehmen. Auf die 7 dann wieder. So, ich lese dir jetzt nochmal vor, was ich habe. 4 Punkte in Strength und keinen in Larceny, deswegen genau. Gegen die 7. Ja. Also 4 Würfel gegen die 7. Also, Entschuldigung, 4 Würfel gegen die 7 heißt 7 oder höher. Genau. Oder drunter. 7 oder höher. Okay, wunderbar. Dann habe ich 3 Erfolge. Okay. Dann wirst du mit voller Wucht gegen diese Tür krachen und die ist erstaunlich, das hättest du vorher gar nicht vermutet, gar nicht so stabil. Oder du hast deine eigene Kraft nur ein bisschen unterschätzt. Ich denke eher Ersteres, weil Unterschätzen ist nicht so deine Stärke. Krachst mit voller Wucht dagegen und sie fliegt fast aus den Angeln und du stehst in einem kleinen Hausflur. Die Tür unter dir aus den Angeln gebrochen. Ups. Und der Hausflur ist dunkel, karg eingerichtet, es steht eine kleine Zimmerpflanze, ein Gummibaum in einer Ecke und
Eine kleine Kommode, wo Schuhe drin unten noch rausgucken, Pantoffeln und so ein Schälchen, wo Schlüssel und sowas drin liegen. Ich guck mal, ob konnte ich vorhin erkennen, ungefähr welche Schuhgröße die Catherine hat? Suchst dich zu erinnern und ja, es könnte schon passen zu den Frauenschuhen, zu den Pumps, die da stehen. Okay, dann gehe ich vorsichtig mit meiner Funzel weiter rein. An der Wand über dem Gummibaum hängt so ein merkwürdiges Ölgemälde, was so eine Figur zeigt, die irgendwie total verdreht guckt, irgendwie so total zeitgenössische Kunst oder irgendwie expressionistische Kunst. Total schräg und ein bisschen eklig. Ekliger Geschmack, den der Typ hier hat. Ja. Egal, scheiß was drauf. Ja, wenn ich den Krieger euch hin um. Gehst durch das, was dir wie die Wohnzimmertür vorkommt und stehst dann in einem Wohnzimmer, wo so ein ein Zimmer-Apartment, Wohnzimmer, wo die Couch halt ausgezogen ist zu einem Doppelbett. Auch jetzt im jetzigen Zustand ausgezogen und mit Bettwäsche versehen, die total durchwühlt ist. Es steht ein Wohnzimmertisch in Richtung Fernseher, der natürlich aus ist, weil es ja kein Licht. Und der ganze Wohnzimmertisch ist voll mit irgendwelchen Flaschen und Gläsern und Pizzakartons und allem möglichen Stuff, Aschenbecher, eine Bong steht da und mehrere Räucherstäbchen, die abgebrannt sind und ein paar Kerzenstummel. Und das ganze Zimmer riecht ganz unangenehm nach diesem Patchouli. Und überall sind irgendwie so an den Wänden auch diese komischen Gemälde, die auch diese in dem gleichen Stil wie das Gemälde im Flur irgendwie gemalt sind, hängen an den Wänden. Und es ist ganz schön komisch hier. Aber ist keiner da. Hässliches. Kann ich irgendwo ein Foto entdecken, wo Catherine drauf ist? Also. Ja, irgendwie, da ist so eine kleine Kommode, da sind wohl ein paar Fotos auch, wo sie drauf ist auch. Irgendwie so ein Highschool Graduation Foto, wo sie mit halt ihrem Hut und halt mit diesem Talar da steht und das Zeugnis so ganz stolz hält und. Okay, und es ist in der ganzen Wohnung niemand, richtig? Ja, wie gesagt, es ist ein Zimmer, es geht noch ein eine Tür ab von hier aus und das andere Zimmer hast du relativ schnell als Bad erkannt, war aber auch niemand und das andere guckst du eben kurz nach, ist die Küche und da ist auch niemand. Dann nehme ich die Türe, kann ich die, ist die komplett rausgebrochen oder ja, kann man die einhängen? Okay, dann nehme ich die Türe und stelle sie erstmal in den Türrahmen. Mhm. Setze mich dann ins Wohnzimmer. Ja. Machst du Licht an? Nö. Und warte im Dunkeln. Was auffällt, ist, dass dieses Apartment anscheinend nicht normale Vorhänge hat, sondern richtige Rollos. Also das ist relativ ungewöhnlich für amerikanische Fenster. Also es ist, die sind auch runtergelassen gerade. Das sind richtig so Dinger, wo, wenn du die runterlässt, halt keinen Fitzen. Ein Amerikaner würde vielleicht sogar sagen, irgendwie so ein Atomschutz-Roulade oder sowas, weil die Amis kennen sowas. Bei uns in Deutschland ist es recht verbreitet, diese Rollos, aber in Amiland gibt es die wohl angeblich anscheinend kaum. Aber diese Wohnung hat welche. Kommt kein Licht durch, wenn man sie runter. Okay, und sie sind runtergelassen, ja? Sind gerade runtergelassen und du leuchtest so ein bisschen durch die Wohnung irgendwie auf den Tisch, der halt über und über mit Bierflaschen und allem Möglichen. Und du siehst da auch einen Pizzakarton mit einer angefangen gegessenen Pizza. Irgendwie so, keine Ahnung, Anchovies oder sowas drauf. Und aber nur so ein paar Bisse abgebissen und dann schon nichts mehr. Und neben dem Pizzakarton liegt So ein Plastikbeutel, würdest du sagen. Sieht komisch aus. Ich
Der hat Jürgen. Und neben dem Plastikbeutel stehen zwei Weingläser, wo noch so Reste von Wein drin sind anscheinend. Also angetrocknet. Rotwein. Okay. Ja, ich schaue mir mal diesen Beutel an. Mhm. Ja, ist ganz kuckisch, nimmst ihn so hoch und das ist so ein bisschen aus wie so ein Blutbeutel aus dem Krankenhaus. Okay. Ist bestimmt ein Special Effects Man für Wrestling-Firmen und so. Oder für Film. Sehr wahrscheinlich. Naja, was auch immer. Ich werde hier definitiv auf ihn warten. Und wenn er dann hier ist, werde ich ihn zur Rede stellen. Mhm. Kann ja nicht sein, dass er so eine zarte Person wie Catherine verprügelt. Ja. Gut, dann wartest du eine ganze Ecke und irgendwann hörst du dann im Flur unten an der Treppe so ein knarzendes Geräusch von jemandem, der die Treppe hochgeht. Ja, ich bleibe definitiv sitzen. Mhm. Gut, dann knarz, knarz, knarz. Dann hörst du das Rumpeln, dass jemand die Tür, die halt aus den Angeln gebrochen ist, zur Seite schiebt und das Rumpeln der Tür, wie sie wieder nach vorne umklappt, weil man kann sie ja nicht vernünftig irgendwie aufmachen. Und dann siehst du das Gesicht von dem Typen halt im Türrahmen des Wohnzimmers auftauchen. Ja, in dem Moment. Und er guckt dich so mit großen Augen an. Nicht überrascht, sondern eher so ein bisschen gleichgültig. Und ja, wenn du es nicht besser wüsstest, könntest du sagen, der ist, keine Ahnung, Junkie oder sowas. So einen starren Blick und du bist gerade in seine Wohnung eingebrochen. Dafür reagiert er viel zu komisch gerade. So, pass auf, Typ. Ist mir scheißegal, wie du heißt. Ist mir scheißegal, was du machst. Und mir ist auch scheißegal, was du hier treibst. Ich gebe dir jetzt einen gut gemeinten Rat, Freund. Du hältst dich von Catherine fern. Kommst du hier noch einmal zu nahe, hake ich dir den Kopf ab und schmeiß ihn meinen Hühnern zum Fraß vor. Hey, und ich habe noch keine Hühner. Aber dafür werde ich mir dann Hühner anschaffen. Guten Abend erstmal, Mr. Andrews. Oh, Verzeihung, nein. Der guckt so, rollt so ein bisschen mit den Augen, als ob er so irgendwie aus der Luft irgendwie so einen imaginären Notizzettel ablesen würde und sagt, Mr. Morse. Und zieht das S so komplett lang und zuckt dann so ein bisschen mit dem Kopf. Sag mal, bist du vielleicht nicht ganz Taco im Kopf? Bist du drauf oder was? Geht's noch? Bin völlig, völlig klar. Da, Maus. Völlig klar. Völlig klar. Danke, ja, dass Sie gekommen sind, Mr. Maus. Habe gehofft, dass Sie hierher kommen. Und er reibt sich so ein bisschen die Hände. Und diese langen Fingernägel, die er irgendwie hat, wie siehst du, dass sie irgendwie so über die Haut irgendwie ein bisschen kratzen und ziemlich strange aus. Und jetzt, wo er auch den Regenmantel irgendwie abgenommen hat, der hat auch nicht mehr das Fan-T-Shirt an, sondern hat so einen alten G-Rock an, so, es ist so ein richtig klischee-mäßig, wie will er aussehen, wie dieser schwarz-weiß Nosferatu-Typ aus diesem alten Film. So ein bisschen unheimlich sieht er schon aus. Hey, pass auf. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich ja glatt glauben, du möchtest mich als Manager zum Ring begleiten. Oh, das wäre schön. Darf ich? Hey Mann, wenn du Aufträge an Land ziehst, immer. Geld stinkt nicht. Aber ich denke, ich habe etwas ganz anderes mit Ihnen vor, Mr. Andrews. Als statt mit Aufträge für Sie an... Obwohl, auf, 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 auf,
Aufträge. Er rollt wieder so ein bisschen zuckend mit den Augen. Ja, pass auf. Ich habe es mir gerade echt anders überlegt. Ich glaube, du begleitest mich definitiv nicht zum Ring. Nein, du nicht. Nein, warte, lass mich kurz überlegen. Moment, warte noch. Ich ziehe mein Handy, guck kurz drauf. Nein, mein Handy sagt, du nicht. Ich gebe dir also jetzt noch einen gut gemeinten Endlich. Ratschlag. Und er zittert so ein bisschen. Endlich jemand, der auch mit seinem Telefon sprechen kann. Die anderen Leute tun immer nur so, als könnten sie mit ihrem Telefon reden. Ich kann das wirklich, Mr. Andrews. Ich kann das auch. Ich kann das auch, was sie können. Ich kann das auch. Es spricht auch zu Mr. Morse. Es spricht auch zu Mr. Andrews. Seien Sie Mr. Morse oder sind Sie Mr. Andrews? Was sagst du? Ist das Mr. Andrews, nicht wahr? Er nennt sich Mr. Morse. Und er zickt so ein bisschen, redet mit sich selber und mit seinem Handy, was er gerade aus der Tasche geholt hat. So ein ganz altes Klapptelefon. Pass mal auf, du Vogel. Und in dem Moment, wird er sofort ganz steif, guckt sich so die Augen ganz groß. Und dann sackt er wieder ein bisschen in sich zusammen und guckt wieder ein bisschen finsterer und ja? Sag mal, willst du mich verarschen? Ey, willst du mich trollen? Er guckt so kurz, so zuckend so ein bisschen runter Richtung seiner Hand, die irgendwie so in Hüfthöhe baumelt, wo das Handy in seiner Hand ist, guckt so runter zum Handy. Nein! Ich habe aber das Gefühl, dass du mich verarschen willst. Und ich stehe da nicht drauf. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Sehe ich so aus? Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Sehe ich so aus? Ja, mach die Arme so auseinander. Lass ein bisschen die Muskeln spielen. Als wenn man mich verarschen könnte? Aber ich verarsche sie doch gar nicht, Mr. Morse. Pass auf, ich habe mich jetzt echt lang genug mit dir unterhalten, du Pimpf. Ich habe dir vorhin eine Ansage gemacht, die Ansage steht noch. Und damit du auch nicht vergisst, dass ich hier war, ich mache 3 Schritte auf ihn zu. Mhm. Und greife ihn so an dem Frack oder an dem Oberteil. Ja, und zappelt so ein bisschen. Ah! Und versuche ihn an einem Arm so hochzuheben und gegen die Wand zu drücken. Mhm. Ja, drückst ihn so gegen die Wand. Ich bin ein Wrestler! Ich bin ein Wrestler! Alter, du bist gleich tot, wenn du mich weiter verarscht. Und mit der linken Hand verpasse ich ihm einen. Ja, dann mach mal eine Attacke mit Dexterity und Brawl. Dexterity und 4. Gegen die 6. Vier Erfolge. Dann nimmst du die 4 Erfolge und würfelst damit nochmal. Und das ist der Schaden, den du ihm machst. Zähle ich das jetzt alles zusammen? Nee, das sind dann die einzelnen Erfolge, die du machst. Das ist der Schaden, den du machst. Gegen was? Gegen die 6. Ach so, auch. Okay, mhm. Dann 2. 2. Dann haust du ihm 2 Schaden rein. Dann beschreib mal, wie du ihn schlägst und wohin und wie das aussieht. Naja, ich habe ihn ja mit dem rechten Arm habe ich ihn an die Wand gedrückt und mit der linken Hand zimmer ich ihm halt jetzt voll ein in die Fresse.
Mhm. Ja, mit dem Quarzhandschuh, der da ist, kriegt er halt voll einen mit. Ja. Also ich gebe dir nochmal einen extra Schaden dafür, dass es ein Quarzhandschuh ist. Ja, also machst du ihm insgesamt 3 Schaden. Ja, was auch immer. Ja, dann lasse ich ihn fallen, drehe mich um und gehe. Ja, du lässt ihn fallen, was auffällt, als du ihn geschlagen hast, dass so, was du mir halt so ja, voll hier vorne reingeschlagen und so, und sieht sie halt da direkt Blut gespritzt irgendwie, ne? Also gespuckt irgendwie, weil wahrscheinlich ein paar Zähne ausgebrochen sind oder so. Und ja, ihm ist so Schminke verlaufen, er ist nicht ganz so blass jetzt mehr, also so die normale Hautfarbe unten drunter vor. Und lässt ihn irgendwie fallen, so auf was für ein Pimpf und so, und drehst dich um und ja, mach mal, ja, nee, können wir auch mal nichts würfeln für. Siehst, dass jemand hinter dir im Türrahmen steht, den du bis jetzt gar nicht bemerkt hast. Also okay, im Moment, wo du dich umdrehst, siehst du ihn. Das ist eine weibliche Gestalt. Du siehst Catherine, wie sie da steht. Und ich habe jetzt auch ein Bild von ihr. Sieht ganz anders aus als so, wie du sich dir vorgestellt, also wie du sie irgendwie verlassen hast. Sie hat blutverschmiertes Gesicht, überall Blutstropfen auf dem ganzen Oberkörper und lächelt dich an, und mit dem Lächeln, das sie irgendwie dir entgegenstreckt, siehst du Vampirzähne dir entgegen, und in dem Augenblick, wo du realisierst, dass da irgendwas mit dieser Frau nicht stimmt, streckt sie dir den Mittelfinger entgegen, genauso wie du das dem Kind gezeigt hast, springt dich an und beißt dir in den Hals. Kannst mal. Aua. Ja, ich denke, sie ist schnell genug, dass du das nicht schaffen kannst, auszuweichen. Du kannst mal einen Dexterity- und Brawl-Wurf machen gegen die 9. Ja. 5, 6, 7. Immerhin 3. Oh, 3 Neunen. Okay. 3 Neunen, 10. 2 Neunen. 2, 9, 1, 10. Okay. Ja. Dann schaffst du es vielleicht gerade noch irgendwie, sie so auch zu packen oder so, also zumindest so eine Abwehrhaltung einzunehmen, aber du wirst den Biss nicht verhindern können. Und in dem Moment, wo du dich gerade wehren willst und sie wieder zurückschubsen willst oder so, merkst du, wie dich so ein wohliges Gefühl überkommt, so als würde dir jemand Heroin in die Adern pumpen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wahrscheinlich eher nicht. Aber so so ein Glücksgefühl, das dich überkommt, und deine Arme werden auf einmal schlaff. Du löst den Griff, den du irgendwie hast, die Abwehrhaltung. Und du rutschst neben diesem Typen, dem du eben die Zähne eingeschlagen hast, zu Boden. Und sie bleibt über dir stehen und trinkt und trinkt und trinkt an deiner Halsschlagader. Und du willst, dass es nicht aufhört, weil es ein so schönes Gefühl ist. Und gleichzeitig merkst du, wie in dir etwas stirbt. Wie das Blut aus deinen Adern herausgezogen wird. Zuerst werden deine Finger taub, die Füße taub. Und es zieht sich immer weiter hoch. Dein Herzschlag wird immer langsamer und langsamer und langsamer. Und du realisierst, du bist bald am Ende. Und ja, kurz als dann dein ganzes Leben noch einmal als Film vor deinen Augen vorbeiläufst und du hinwegdämmerst und dein Körper ganz schlaff irgendwie auf den Boden sinkt, dein Körper so rüberrutscht in den Schoß des total ohnmächtigen Typens, den du verprügelt hast, beugt sich die Dame über dich herüber, Catherine, packt dich irgendwie am Schlawittchen wieder hoch, blickt dir in die Augen, und das ist das Letzte, was du siehst, und sagt sie zu dir: Du Arsch, verficktes, blödes Arschloch, willst du weiterleben oder nicht? Also
so groß kannst du dich nicht artikulieren, kannst halt, wenn dann ganz hauchend eine Antwort geben. Kann ich Mittelfinger zeigen? Kannst Mittelfinger zeigen, wenn dann aber ganz langsam. Okay, dann zeige ich halt ganz langsam mit dem Mittelfinger und sage, ja. Und dann siehst du ein total verschmitztes Grinsen von ihr, wo du nochmal diese Vampirzähne sehen kannst und diese starren Augen dich anblicken und dann beißt sie sich selber in die Pulsadern am Arm und streckt dir die Hand entgegen. Also das Handgelenk. Dann packt sie dir irgendwie an den Hinterkopf, so in den Rest von den Haaren, die du hast, greift da so rein mit spitzen Fingernägeln und schiebt deinen Mund über die Wunde. Trink, du Wichser! Ja, okay. Wenn du meinst. Denkst du dir so? Dann trinke ich. Trinkst, genau. Ja. Ja. Und du dämmerst langsam dahin und bist erstmal komplett dösig daneben und dämmerst in einen merkwürdigen Koma-Zustand davon und verlierst das Bewusstsein, als du trinkst. Und am nächsten Morgen erwachst du in deinem Wrestling-Ring und die Sonne scheint schon nicht mehr in das Wrestling-Studio herein durch die Oberfenster, weil anscheinend ist es nicht morgen, sondern schon abends. Und das Erste, was du fühlst, als du aufwachst, ist ein unglaubliches Hungergefühl. Und irgendwas ist groß irgendwie, du bist total dizzy und hast so ein Gefühl, als hättest du 20 Kästen Bier getrunken oder so. Dir ist schlecht, du hast Kopfschmerzen. Gleichzeitig hast du wahnsinnigen Hunger. Und so richtig so die Umgebung um dich herum flimmert und flackert und lässt sich gar nicht so richtig wahrnehmen. Oh, scheiße. Ich sollte echt kein amerikanisches Bier trinken. Ich habe doch gehört, wie das gebraut wird, verdammte Scheiße. Ist doch zum großen Teil Katzenpisse drin. Und nur ein kleiner Teil deutsches Bier. Das nächste Mal wieder europäisches, definitiv. Kann doch nicht. Boah, außerdem, warum habe ich so einen Kohldampf? Alter Verwalter. Ich meine, wie spät haben wir überhaupt? Ich schau mal auf die Armbanduhr. Ja, es ist kurz vor Mitternacht. Am nächsten Tag. Wie scheiße, meine Wrestling-Schüler. Wo sind denn? Ja, in dem Moment guckst du dich um. Deine Wrestling-Schüler, suchst sie. Du guckst irgendwie in deinem Gym umher. Und du siehst tatsächlich, dass da Leute auf dem Boden liegen. Und jetzt dringen so ganz dumpfe Töne an dein Ohr, so. Leute, die irgendwie, Leute, die gegen Knebel ankämpfen. Und du guckst dich um und auf den Geräten, an den Hantelbars und quer über so einem Crosstrainer und sind Leute gefesselt an diese Geräte, die du hast, mit Knebel versehen, fett verschnürt. Sind deine Schüler, die du erwartet hast. Wie viel hattest du erwartet? 6. 6 Schüler, ja, im ganzen Raum verteilt, teilweise irgendwie auf so einer Matte liegend, irgendwie alle total eingeschnürt, gefesselt mit allem möglichen Stricken oder Ketten. Teilweise auch mit so mit den Schnüren von so Boxhandschuhen verknotet. Liegen da und gucken dich so mit aufgerissenen Augen an. Also, die haben alle so Socken in den Mund gesteckt bekommen. Und so ein Gaffertape drüber gezogen. Leute, passt auf.
Ich weiß ja, dass ihr immer von dem Größten lernen wollt. Aber ich sage euch eins. Keine macht den Drogen, Leute. Keine macht den Drogen, okay? Was macht ihr da überhaupt? Das habe ich euch nie beigebracht. Sind wir hier bei Houdini oder was? Ja. Die nächste Person, die du wahrnehmen kannst in dem Durchgang, wo es hoch zu deiner Wohnung ist, ist der Mann, den du gestern verprügelt hast. Wie er da steht, irgendwie mit ja immer noch den Spuren deines Schlages im Gesicht, irgendwie so ein bisschen eingeknickten Unterkiefer. Aber er versucht zu lächeln und man merkt, dass es ihm tierisch wehtut. Und er reibt sich so die Hände und läuft dann in seinem Storchenschritt irgendwie auf den Ring zu und sagt: Einen schönen guten Morgen, Mr. Morse. Einen schönen guten Morgen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich mich verprügelt habe. Ja, kannst du. Kann ich mich überhaupt? Kann ich mich kannst auch an dich den auch Biss an den erinnern? Biss erinnern, ja. Okay. Pass mal auf, du Vogel. Was geht hier ab? Moment, warte, ich frag mal mein Handy. Ja. Okay, mein Handy will's auch wissen. Ja, was möchtest, also tust du so, als ob das Handy mit dir spricht, oder? Ja, klar. Gut, dann schaust du also auf dein Handy und willst ihm gerade so ein bisschen verarschend sagen, als das Handy wirklich mit dir zu reden beginnt. Was willst du von mir wissen? Nix. Nein, der will dich nicht verarschen. Der meint das total ernst. Pass bloß auf. Aber hier ist es. Hey, ich sehe genau, du hast Hunger. Was lecker. Frühstück. Yum. Das ganze Zeit mit dir. Na klar habe ich Hunger. Alter. Ey, Knorke. Na klar habe ich. Habe ich dem gerade gesagt? Ich zeig auf einen der Wrestling-Schüler. Habe ich ihm gerade gesagt, dass ich Hunger habe oder was? Hallo, ich rede mit dir. Du. Redest du mit dem Handy oder mit dem? Ole. Mit dem, Nee, Ole. Ole. Habe ich gerade gesagt, dass ich Hunger habe, Ole? Ja. Okay, ja. Und der guckt so. Ja, hast du gehört? Habe ich ihm gerade auch gesagt. Wieder mit dem Handy. Ich habe ihm das. Hör auf, Alter. Das Handy spricht zu dir. Dieser Ole ist stark. Du hast ihn gut gefüttert. Er sieht echt lecker aus. Njam. Lecker, Ole. Nein, Moment. Hallo. Lecker, der lecker im Kopf. Hörst du jetzt auf? Hör auf. Jetzt ist gut. Feierabend jetzt. Oder ich muss mir Neues holen. Ich kaufe mir einfach Neues. Dann bist du weg und ich kaufe mir Neues. Nein, nicht verkaufen. Und siehst so einen ganz traurigen Smiley, wie er ganz groß auf dem Display erscheint. Komm mir jetzt nicht so. Komm mir nicht so. Komm. Hier zu dem Typen, ne? Also nicht zu Ole, sondern zu dem Pinguin-Typen. Ja. Siehst du das? Wie das mir kommt? Halt, das Handy halt immerhin. Siehst du? Hier, kommt mir total blöd, kommt mit mir. Nein, das geht so nicht. Ich hab Hunger. Ey, ich hab Hunger. Weißt du was? Weißt du, was ich jetzt mache? Ey, das ist ganz clever. Ich benutze dich jetzt einfach, du Sau. Ich benutze dich jetzt. Ich rufe jetzt einfach Davies Pizza an und bestell mir eine Pizza. Schön Diavolo. Pizza Diavolo bestelle ich mir jetzt. Haha, das ist eine gute Idee. Ja. Ich nehme mir das Handy und. Du rufst den Pizzaservice an. Genau. Okay. Dann rufst du den Pizzaservice an und bestellst dir eine Pizza Diavolo. Und während dein Hunger immer stärker wird und du langsam auch wieder diesen milchigen Film, der vor deinen Augen ist, irgendwie, der klärt sich so ein bisschen. Dafür scheinst du enorm gut riechen zu können. Du riechst genau alles, was in diesem Raum so vor sich geht. Und dein Herz, du meinst, es schlägt und schneller, viel schneller, als es sonst schlagen würde.
und schaust dich im Raum herum und siehst so die Halsschlagader von Ole, wie sie so puckert und wie das verlockend ist, und du merkst diesen inneren Drang, zu ihm hinzugehen und ihn, weil er sich echt nicht verteidigt, wie du ihm das beigebracht hast, ihm einfach mal zu zeigen, wer hier der Chef ist, und ihm diese scheiß puckernde Halsschlagader, die scheiße laut puckert und du hast Kopfschmerzen von was auch immer, die puckert viel zu laut. Und du willst ihm die einfach nur aufreißen. Ole. Auf zu puckern! Pansen! Habe ich dir gesagt, du sollst aufhören? Ole. Sag mal, redest du mit mir, wenn ich mit dir rede? Rede mit mir! Hallo! Alter! Der antwortet nicht! Der verarscht mich! Der antwortet nicht! Ja. Der antwortet! Nicht. Ja, ich gehe zu Ole und reiß ihn hoch. Reißt ihn hoch, ja, und zappelt halt in deinem Griff. Fühlst dich wesentlich stärker, als du sonst wärst, noch stärker, als du sowieso schon bist. Es ist ein leichtes für dich, den hochzuheben. Ja, pass auf, Ole. Jetzt zeige ich's dir. Ja, zeig es ihm! Er zeigt es ihm! Sag mal, wer redet eigentlich mit dir? Wer? Hab ich? Oh. Und weicht so ein bisschen zurück in seinem Storchenschritt. Ja, pass auf. Wenn sich Erwachsene unterhalten, dann haben Kinder zu schweigen. Okay? Was? Was sagst du, Handy? Was? Der ist auch erwachsen. Nee. Ist er nicht. Er ist nicht. Hör auf, mir zu widersprechen. Hör auf. Du bist ganz schön frech. Ole, hast du was gesagt, Ole? Ole! Hör auf! Ole, ich kenne deine Eltern. Pucker. Ole, ich muss dich jetzt leider umbringen. Ich verpasse Ole einen Schlag in die Fresse. Was soll ich machen? Ja. Ohne Probleme ihm einen Schlag verpassen können. Knockst ihn damit aus und ein bisschen Blut spritzt ihm aus dem Mund, während wenn du ihn da schlägst, und das riecht so lecker. Das riecht wie die beste Pepperoni-Pizza, die jemals von Joe's geliefert wurde. Und ein bisschen was spritzt dir so ins Gesicht, du leckst dir so instinktiv so diesen Tropfen so von der Oberlippe, wo er dich getroffen hat, herunter, und du willst mehr. Dieser Ole ist das Beste, was du jemals getrunken, gegessen hast. Ich hoffe, dass meine Pizza Diavolo gleich kommt. Ich brauche meine Pizza Diavolo. Jetzt. Mach mal einen Wurf auf deine Self-Control gegen die 9. Steht bei Virtues. Warte, da. 3 Würfel. Bleibst du wohl hier oben? Ich habe 3. Ohne Flachs jetzt. Ich habe 13. Ne, warte mal. Quatsch. Das ist schon schwierig, so Zahlen zu lesen. Ich hab keine 3. Ich dachte, ich hätte 3 Zehen geworfen. Nein, ich habe 2 Einsen und eine 10 geworfen. Wie schade. Ja, bist du ganz schwer fast an einem Botch vorbei. Aber... Ja, immerhin den einen Erfolg gehabt. Und ja, du kannst dich nicht beherrschen und fällst über den Arm Ole her. Ja. Also siehst es so ein bisschen aus zweiter Perspektive, was da gerade mit dir selbst passiert. Als würdest du einen Step aus dir heraus machen und würdest dich selber dabei beobachten, was du da gerade tust. Siehst in dein wutverzerrtes Gesicht, das von fast einem Tier gleich, du siehst die spitzen Fangzähne, die dir gewachsen sind, mit dem du dem Ole die Halsschlagader ausreißt, und du, als du fertig bist mit Trinken,
und ihn bis zum letzten Tropfen los ausgelutscht hast, blickst du dich umher und siehst in die angstverzerrten Gesichter der anderen Schüler, die da noch gefesselt sind und das gerade mitgesehen haben. Hey, passt auf. Andrew, Martin, Dan, Simon, Garfunkel. Ja? Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen. Das alles Show. Das ist Show. Ja? Ich zeige Ole gerade, wie man das Blutbad macht. Das Blutbad. Mein Gimmick. Ihr kennt doch mein Gimmick. Mortifer Morse. Der Vampir. Mortifer Morse. Mortifer Morse. Ey, Pimp. Was habe ich gerade gesagt mit Krümeln und Kuchen? Guckt wieder ein bisschen. Also, ihr habt nichts gesehen, außer mein Special Effect. Habt ihr das alle verstanden? Red anständiges Englisch mit mir und nicht wibbel wibbel. Ich verstehe dich nicht. Hallo? Warum sprichst du eine Fremdsprache? Warum spricht er? Handy, sag mir, warum spricht er eine Fremdsprache? Jetzt erzähl mir nicht, dass er keine Fremdsprache spricht. Er spricht eine Fremdsprache. Ich verstehe ihn nicht. Ich kann ihn. Warum bist du immer so frech zu mir? Ich hab dich jahrelang gut behandelt. Du bist schon anderthalb Jahre bei mir. Du weißt schon, dass ich in einem halben Jahr ein Neues kriege. Neues. Neues. Nicht mehr dich. Neues. Also, habt ihr irgendwas gesehen? Habt ihr irgendwas gesehen? Na gut. Das ist doch gut. Und jetzt feiert mich. Los, feiert mich. Feiert mich. Juhu! Das macht ihr wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut macht ihr das. Wisst ihr was? Ich hab eine verdammt gute Idee. Ich hab eine gute Idee. And now we present a good idea. From me to you. Habt ihr die Idee verstanden? Meine Idee. Alter. Meine Idee ist ganz einfach. Ganz einfach. Sie ist einfach. So einfach, dass auch ihr sie versteht. Das Handy spricht nochmal zu dir. Töte sie alle. Töte sie alle. Sie haben es nicht verdient, dass du zu ihnen spielst. Dass du ihnen zeigst, wie groß du bist. Sie haben das gar nicht verdient. Reiß ihnen die Augen raus. Nein. Mach ich überhaupt nicht. Ich brauche wen, der mich anfeuert. Außerdem, wenn ich alle töte, ja, wenn ich alle töte, dann habe ich keine Schüler mehr. Verstehst du das? Keine Schüler mehr, keine Wrestling-Schule. Es ist meine Wrestling-Schule. Ich bestimme hier, nicht du. Du hast nichts zu sagen. Gar nichts. Und jetzt, wenn ich den Finger auf den Mund lege, noch besser, stiller Fuchs. Okay, stiller Fuchs. Genau das wird geschehen. Also, ich mach den stillen Fuchs und du bist ruhig. Stiller Fuchs. Na, geht doch. Ihr werdet einfach meine Knappen sein. Bei der nächsten Titelverteidigung dürft ihr in Kutten am Entrance stehen und
böse dreinblicken. Oh, Mr. Morse, darf ich einen Vorschlag machen? Das ist eine sehr gute Idee. Super Idee. Ja, klar, es ist eine super Idee. Aber was habe ich gerade gesagt zu Krümmeln und Kuchen und Erwachsenen und Kindern? Nicht zu viel Schokolade geben. Sie könnten einen Zuckerschock bekommen. Okay? Also, welche Idee? Ich erlaube jetzt zu sprechen. Ihr könnt sie zu euren willigen Untertanen machen, dann werden sie euch immer anfeuern. Nur euch, niemanden sonst. Die Idee gefällt mir. Ich weiß, wie es geht. Er weiß, wie es geht. Soll ich sagen? Es. Darf ich sagen? Soll er sagen? Ja, er soll. Ja, er würde dir dann erklären, wie man einen Ghoul macht. Nämlich, indem man einem Sterblichen von seinem Blut zu trinken gibt. Ja, pass mal auf. Ich meine, ich bin ja Mensch, ne? Was glaubst du eigentlich, wie viel Blut ich verlieren kann? Ich habe nicht so viel Blut in mir. Ihr seid doch der Größte und Stärkste. Ihr könnt nur auf einen, zwei oder zwei Tropfen nehmen. Das würde ausreichen für den Anfang. Und dann würmen sie immer wieder und ihr könnt jederzeit von ihnen essen, wenn ihr wollt. Sie werden euch ernähren und freiwillig ernähren. Ja, ja. Und nur für ein paar Tropfen des süßen Nektars aus euren Venen. Sie werden euch anbeten. Ich werde gerne angebetet, weil ich einfach der Größte bin. Oh ja. Alle beten mich an. Oh ja. Garfunkel, bete mich an. Los. Er ist an die Streckbank, also nicht an die Streckbank, aber hier an diese Drückbank irgendwie oben an so eine 100-Kilo-Hantel irgendwie dran gekettet irgendwie. Okay, du hast mich angebetet. Du darfst in den Genuss kommen von unserem neuen Spiel. Und das nennt sich Ich gebe dir zu trinken und du trinkst. Hört sich das gut an? Handy, hört sich das gut an? Du brauchst einen Namen. Wie möchtest du heißen? Bis, komm, sag mir, wie du heißen möchtest. Gib mir eine Antwort. Es kommt ein schmollender Smiley zurück, weil du hast mir verboten zu reden. Tja, dann bild dir nichts drauf ein. Ich nenne dich einfach Handy. Handy ist ein guter Name für dich. Ja, das ist ein sehr außergewöhnlicher Name. Sehr schön. Ja, doch, Handy. Handy, ich gehe jetzt zu Garfunkel. Du wartest hier auf mich. Ich lege das Handy in den Ring. Ja. Und wenn jemand in den Ring kommt, dann machst du ihn fertig. Fertig. Fass, Handy, fass. Sehr schön. Ja, ja, ich gehe auf Garfunkel zu. Mhm. Ja. Der guckt dich total entsetzt und mit leichten Tränen in den Augen an. Moment. Garfunkel, nicht so ungeduldig. Ich kann's verstehen, du bist aufgeregt, aber nicht so ungeduldig, bitte. Wir müssen's feiern. Wir müssen's zelebrieren. Ladies and Gentlemen. Now, we proudly present the Blood Boss. Aber, scheiße.
Das war das andere. Aber warum? Der, ja, der riecht auch ganz lecker. Heiß. Könntest du eigentlich nochmal machen. Ja, nee, das ist, verdammt, Moment, da stimmt irgendwas stimmt da nicht. Ich muss kurz überlegen. Silenzio. Silenzio. Okay. Ich blute nicht. Ich habe ein Problem. Handy, ich habe ein Problem. Ich blute nicht. Siehst du irgendwo Blut? Kannst du? Jetzt gib mir doch mal Antwort. Das Handy schreit dich an. Netz deine scheiß Zähne, du Depp! Also bitte, ich verbitte mir, dass du so mit mir redest. Du darfst nicht so mit mir. Ich bin sensibel. Sensibel. Kennst du das Wort? Wenn nicht, google es. Mann! Aber keine schlechte Idee. Aber wenn ich mich mit meinen Plastikzähnen, also mit meinen, sind ja keine Plastikzähne, sondern sind ja Zähne, die ich immer einsetze, also eigentlich sind so Stifte, die ich auf meine Zähne draufpacke. Laber nicht und mach! Sind die gar nicht so spitz. Die sind nicht so spitz. Und ich gehe mal mit dem Finger an den Zahn. Ja, ziemlich spitz. Ich pocke auf dem Zahn rum. Ja, sehr spitzer Zahn. Könntest du ja auch auf die Unterlippe beißen, dann hast du auch ein bisschen. Das wird so nix. Handy, das wird so nix. Ich komme gleich wieder. Warte hier auf mich. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Das liegt immer noch in der Mitte verbringen. Ja, ich gehe ins Büro. Und hole den großen Brieföffner. Mhm. Der aussieht wie ein Highlander-Schwert. Also so ähnlich zumindest. Riesenbrieföffner. Ja. Gehe dann zurück. Garfunkel. Pass auf, es tut mir jetzt wahnsinnig leid, was passiert. Das kannst du mir glauben. Wir werden alle glücklich sein. Das kannst du mir glauben. Aber das, was ich jetzt tue, das tut niemand. Gerne. Stimmt doch, oder Handy? Stimmt? Ach, dann schmoll doch vor dich hin, ist mir doch egal. Moment. Wie mache ich es am besten? Ich mache es am besten so. Längs, nicht da, quer, du Depp! Ich ritze mir halt in die Hand. Ja, und Blut raus. Au, das tut weh. Es tut schon ein bisschen weh, aber es ist weniger schlimm, als du gedacht hast. Ich bin Mensch. Das tut sau weh. Das tut verdammt weh. Das tut richtig weh. Ich nehme die Socke aus dem Mund und halt's ihm auf. Nein, lass mich am Leben, verdammte Scheiße. Hilfe! Kannst du jetzt mal ruhig sein? Bist du jetzt mal. Silenzio! Stiller Fuchs. Stiller Fuchs. Na gut, dann anderer stiller Fuchs. Ich dengel ihm ein. Bock aus. Ah, dass man immer so brutal sein muss. Ja, und ich lasse ihn das Blut trinken. So, 1, 2, 3, 4 Tropfen. Den Rest brauche ich für mich. Ist mein Blut. So, wer möchte als Nächster? Und nein, Handy, du bist nicht gefragt. Dir gebe ich nichts ab. Gar nichts. Du bekommst nichts von mir. Ja,
können das kürzen. Möchtest du die alle ghoulen, die da jetzt rumgehen, rumsitzen, gefesselt? Ich ghoule alle. Alle werden geghoult. Gut. Sehr schöne Szene. Wenn die wieder aufwachen, werden sie dir auch wesentlich angenehmer gegenüber gestimmt sein. Vielleicht auch ein bisschen einen Hau weg haben und komische Zuckungen entwickeln oder keine Ahnung was. Aber du hast treue Fans ab sofort. Mit dem Blick auf die Uhr können wir das ein bisschen abkürzen, was sonst noch so passiert. Der Mann wird dir noch ein paar Sachen erklären, die zum Spiel dazugehören, die du beachten musst. Und zwar das ist halt die Regeln, an die du dich zu halten hast. Irgendwie dein Handy nimmt die besser auf als du, merkwürdigerweise. Aber du merkst sie dir trotzdem, ja, du kannst ja mal ein bisschen mitspielen oder so, keine Ahnung. Ist ja auch klar, dass sich das Handy das besser merkt. Ich habe den Aufnahmeknopf gedrückt. Genau. Diktiergerät. Richtig. Ja, genau. Und die Frau wirst du auch noch mal sehen. Die wird auch noch mal vorbeikommen und wird ziemlich herablassend mit dir sprechen. Und in dem Moment, wo du versuchst, irgendwie Widerworte zu geben oder so, also du hast irgendwie eine ziemliche... Du bist ziemlich angespannt, als du mit ihr redest. Irgendwie sie... Du magst sie nicht besonders, weil du dich daran erinnerst, was sie mit dir gemacht hat. Und wie sie mit dich behandelt, ist auch nicht gerade das, was du... Was Sache ist. Aber irgendwie hast du so eine... Das ist so ein Gefühl, dass des erobern wollens. Du willst dir gefallen. So wie man so eine Liebe, die einen immer zurückstößt, immer versucht, dass man sie doch noch erobert irgendwie. Und mit diesem Gefühl fällt dir das Widerworte geben relativ schwer. Aber sie lässt dich ziemlich durchblicken, dass sie überhaupt nichts von dir hält und so. Und stößt dich relativ harsch beiseite und erklärt dir auch noch ein paar wichtige Regeln, die dein Handy wieder aufnehmen kann. Und sagt dir, dass du dich gefälligst mal zurückhalten sollst hier in Chicago und sollte sie dich hier auf den Straßen irgendwo mal erwischen, dann ist es ganz schnell aus. So, hier. Du solltest aufpassen bei dem, was du spielst. Übersetzt das Handy für dich. So verlässt sie dann dein Gym und lässt dich nur zurück mit dem Mann. Und der kann dir alles Weitere erklären und tut das dann wohl auch. Versucht dir die Spielregeln begreiflich zu machen, was schwer genug ist, weil im Gegensatz zu der Dame, zu Catherine, kannst du hier ihm auf jeden Fall Widerworte geben. Das Gespräch wird sich sehr, sehr lange hinziehen und ich würde es vielleicht sogar gerne ausspielen. Das könnte sehr interessant sein, aber wie gesagt, mit Blick auf die Uhr ist es etwas schwierig. Und das Letzte, was die Catherine dir noch gesagt hat, ist, dass du dich vielleicht mal Gary beim Prinzen vorstellig machen solltest, weil hier in Chicago sagt sie, wäre das Leben nicht so angenehm für dich. Du solltest vielleicht mal rausgehen aufs Land und solltest dich dem Prinzen von Gary mal vorstellen. Ob du darf bei ihr und du denkst dir so, hä, Prinz, was soll denn das? Was ist denn das für ein komischer Titel und so? Und nimmst dir dann aber vor, dass du diesen Prinzen dir mal anguckst. Vielleicht ist das so irgendein Adliger oder so. Eine Sightseeing-Tour, hat's noch nicht gewusst, dass in Gary irgendwie ein Adliger wohnt, aber kann man sich ja mal angucken. Das ist das, was dein Handy dann automatisch in den neuen Terminen speichert. Am nächsten Tag Prinz besuchen. Ja, dann gibt es dir eine Adresse, wo du hin musst. Und Dann werde ich halt den Bürgermeister besuchen gehen. Ist ja überhaupt gar kein Ding. Also, genau. Ja, Prinzen. Ja. Prinzen. Das ist der Musikgruppe aus Deutschland, also bitte. Wollen die mich verarschen oder was? Nee.
Und wir werden an dieser Stelle dann für heute die Session beenden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr ulkig, sehr, sehr lustig und hat genauso funktioniert, wie ich mir das so gedacht habe mit dir. Sehr gut gespielt, finde ich. Und wir haben einmal Kavianer mehr in der, Gruppe. Ich war relativ improvisiert von mir auch so ein bisschen mit dem Handy und so ein Zeugs, aber ich denke, wir hatten vor der Session so ein bisschen Probleme, kriegen wir das so mit Malkaviana verrücktmäßig hin, aber die Sache mit dem Handy ist, glaube ich, ganz gut, um auch deinen Nachteil ein bisschen auszugleichen, wenn das Handy so deinen vampirischen Part darstellt und du deinen normalen Part, ist das, glaube ich, eine ganz gute Lösung, die wir da gefunden haben, damit du wenigstens so ein bisschen auf die Vampir-Seite irgendwie eingehen kannst. Und diesen inneren Zwiespalt vielleicht dann auch weiter ausspielst. Hast du ja schon super bravourös gemacht bisher. Und sehr, sehr gut, finde ich. Mir gefallen. Und dann bin ich gespannt, wie die anderen auf dich reagieren. Dann. Hm? Ja, nee. Wie war es für dich? Klar. Es ist für mich immer, ich bin ja eigentlich kein Mensch der großen Worte. Weil ich halte mich lieber immer ein wenig im Hintergrund bei meinen Rollenspielrunden, die ich mitspiele und komme nur so zum Vorschein. Es ist halt sehr anstrengend, die ganze Zeit alleine zu spielen und sich Dinge aus den Fingern zu saugen und spontan auf Dinge zu reagieren. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, so viel steht fest. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben das auch ganz gut hingekriegt mit deinen Vor- und Nachteilen und deiner Geisteskrankheit, die du jetzt bekommen hast und mit deinem ganzen Hintergrund. Sehr schön, finde ich gut. Falls ihr noch mehr Vampire the Masquerade gucken wollt, ihr Leute, die ihr nachguckt oder heute morgen am 11.04. Ist dann die gute Serie dran mit ihrem Charakter. Bekommt ihr Prelude und am Samstag, glaube ich, Samstag oder Sonntag, bin mir gerade nicht sicher. Gerade mal nachgucken, ist Leopardin 202 mit ihrem Prelude dran. Ich gucke gerade mal nach, ob ich euch jetzt hier nichts Falsches erzähle. Es ist am Samstag. Und Handy sagt, ist das mal ist am Samstag. Und wie wir alle seit heute wissen, manchmal kann man dem Handy vertrauen, aber auch nur manchmal. Ich bin gespannt, wie dann darauf folgend sich die Gruppe dann zusammen an das Abenteuer macht. Ich bedanke mich beim Joe für das verrückte Spiel und bei euch, die ihr zuguckt, fürs Kommentieren und Zugucken. Wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder und ich sag mal Tschüss. Tschüss!